gucken wir mal, was sie abgeht. Ja, es kommen jetzt gerade einige rein. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder bei einem gesegneten Livestream dabei seid. Ja, der heutige Livestream, habt ihr gesehen, dass das total explodiert ist. Denn ich habe in meinem Leben noch nie so viel Hasskommentare gesehen. Aber das sind wir gewohnt. Ja, bei den Muslimen ist das nichts Neues. Und ich habe mich entschlossen, jemanden einzuladen zu unserem Livestream. Und das wird sehr, sehr lustig. Einige kennen den Bruder schon. Er ist der Autor des Buches, also ich habe jetzt einen Buchautor hierhin gebracht, der Autor des Buches Allahs Täuschung, und wir werden ihm Fragen und Antworten stellen. Ja, er ist kein Unwissender, er ist ein Gelehrter und hat zwei Bücher geschrieben, die den Islam als totale Lüge entlarven, was ich euch natürlich jedem empfehle, Allahs Täuschung, Teil 1, und das ist dann Teil 2, wissenschaftliche Koran unter die Lupe, und sein drittes Buch kommt jetzt bald auch auf den Markt, Sex und Allah. Wenn ich euch daraus vorlese, ich sage euch Muslime, ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr gesagt habt, der Islam hat Moral und er wäre die Wahrheit. Ich sage euch, wenn ich daraus vorlese, und wir werden dem Bruder gleich ein paar Fragen stellen. So, okay. Ich fange an mit der ersten Frage und dann gucke ich auch immer zwischendurch eure Fragen, wer Fragen hat. Dann können wir ihm den stellen, weil er ist jetzt live über Skype mit uns und ich werde die Kamera immer hier hinholen und das so zeigen, dass er das perfekt per Screen uns zeigen kann, die ganzen Referenzen und Beweise und alles, so dass ihr das seht, ihr Muslime, und aufhört zu sagen, dass der Islam die Wahrheit sei. Der Islam ist nicht die Wahrheit. Der Herr Jesus ist die einzige Wahrheit, und ihr werdet an einem Ort gehen, der grausamer nicht sein könnte, wenn ihr ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod geht. Ja, okay, fangen wir an. Also in meinem heutigen Livestream habe ich ja gesagt, dass Muslime, die, wenn sie aufhören zu beten, vor die Wahl gestellt werden. Also es muss ja, der Salat, also das Gebet, ist ja Pflicht im Islam. Und wer sich weigert zu beten, der muss ermahnt werden. Wenn er nach spätestens 3 Tagen nicht bereut, so muss er getötet werden in einem islamischen Staat. Deswegen habe ich zu euch gesagt, ihr Muslime, selbst ihr Euro-Brainwashed-Muslime, die ihr mir zuguckt, ihr könnt von Glück ausgehen, dass ich das euch alles zeige, denn ihr könnt später nicht mehr sagen, oh, wir wussten das nicht, keiner hat uns gewarnt, doch, hier bin ich und warne euch. Und sagt nicht, der Islam ist die Wahrheit. Der Islam würde sogar nicht zögern, euch umzulegen, wenn ihr euch unislamisch verhält. So, einen Moment, bevor wir den Bruder fragen, möchte ich dennoch aus einer Quelle zitieren, damit ihr mir ja nicht sagt, dass es eine Lüge wäre, und dann fragen wir ihn, was das Ganze auf sich hat. Ich lese euch mal eine Fatwa vor. Einen Moment. Okay. Achtung. Ihr müsst genau zuhören, was hier steht, denn eines Tages wird das euch betreffen. Umgang mit Verwandten, die nicht beten. Achtung jetzt. Hier hat jemand eine Frage gestellt, dem Sheikh Abdulaziz bin Bas. Das ist kein Ignorant, der Typ. Es folgen Millionen von Muslimen, folgen diesen Typen. Und er ist eine hohe Autorität im Islam. Also das ist kein Vogel, kein Spaßidiot, der irgendeine Fatwa hier rausgebracht hat. Passt auf, die Frage. Ich habe einen Schwager, der selten betet. Ich lebe bei der Familie meines Ehemanns und die weiblichen Mitglieder seiner Familie sitzen mit ihm, auch wenn der Imam betet. Was soll ich tun? Ich bin keine seiner Verwandten, Mahram. Gibt es für mich irgendeine Sünde, weil ich nicht die Fähigkeit besitze, ihm einen Rat zu geben? Achtung, jetzt die Antwort. Wenn er nicht betet, dann verdient er es, dass er geächtet wird. Sie sollen ihn weder begrüßen noch seinen Gruß erwidern, bis er bereut. Nicht zu beten ist eine größere Form des Kufr. Dieser entfernt einen vom Islam. Versteht ihr, was hier los ist? Millionen von Muslime, die hier in Deutschland leben, sind faul und beten nicht. Und jetzt Achtung, was hier steht. Es ist wahr, selbst wenn jemand nicht verneint, dass es das Gebet verpflichtend ist, es
entspricht der richtigen Meinung unter den Gelehrten. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, steht hier, sagte, das, was uns und sie, die Ungläubigen, unterscheidet, ist das Gebet. Wer es aufgibt, hat Gotteslästerung begangen. Millionen von Muslimen, die nicht beten, tagtäglich und sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Nein, ihr seid keine Muslime. Ihr seid schon längst raus aus dem Islam. Dies wurde von Imam Ahmad und den Sammlern des Sunan mit einer wohlklingenden Kette überliefert, der Isnad. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch, zwischen einem Mann und dem Kufr, Unglauben und Götzendienst ist das Aufgeben des Gebets. Dies wurde von Imam Muslim in seinem Sahih überliefert. Also es ist authentisch. Jetzt Achtung. Wenn also jemand die Pflicht des Betens verneint, dann ist er gemäß dem Konsens der Gelehrten ein Ungläubiger. Millionen von Muslimen, die tagtäglich keine fünfmal am Tag beten, sind alles Ungläubige. Alle. Pass auf. Daher ist es die Aufgabe seiner Familie, ihn zurechtzuweisen und zu ächten, wenn er nicht bereut. Es ist auch ihre Pflicht, seinen Fall dem Qadi, Richter, vorzutragen. Also wenn ihr eines Tages unter der Scharia, also die Scharia hier herrscht, und ihr von euren Verwandten aufgerufen werdet zu beten, und ihr das nicht macht, wird das sogar dem Richter vorgetragen. Und jetzt Achtung, damit dieser ihn zur Reue aufruft. Ja, ihr müsst tauber machen, Reue. Wenn er bereut, wird dies von ihm angenommen. Also wenn ihr bereut, dann ist es okay. Dann wird es angenommen, ihr müsst zurückkehren zum Gebet und dann ist es okay. Wenn er nicht bereut, muss er getötet werden. Seht ihr, was hier abgeht? Ihr müsst getötet werden für das Nichtbeten. Das ist die krankhafteste Sekte, von der ich je gehört habe. Schlimmer als Scientology. Versteht ihr nicht, wie gefährlich der Islam ist? Achtung, es geht weiter. Muss er getötet werden? Und zwar sagt Allah im Koran, wenn sie aber bereuen und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann gebt ihnen den Weg frei. So wie ich es heute auch gesagt habe. Der Gelehrte bestätigt mich. Surat al-Tawbah, Ayatul Saif, Surah 9, Vers 5. Der Schwertvers, der schlimmste Vers des ganzen Korans. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte ebenfalls, mir wurde verboten, diejenigen, die beten, zu töten. Na, andere, die nicht beten, ist es okay, die umzulegen. Guck mal jetzt. Diese Beweise zeigen, dass diejenigen, der nicht betet, keineswegs seine absolute Freiheit hätte. Und es ist nicht verboten, ihn zu töten, wenn er zur Obrigkeit gebracht wird und nicht bereut. Und Allah ist der eine, der Rechtleitung erteilt. Und dann schreiben die hier als, also hier schreibt Sheikh Abdul Ibn Abbas, Rahimullah, Fatwa al-Mahra, Fatwa für Frauen, Frage 5 ist das. Und dann schreiben die als Klausel, damit die nicht vom deutschen Staat auseinandergenommen werden, dieses Urteil findet ausschließlich in einem unter islamischem Gesetz stehenden Land seine Anwendung und wird von islamischen Richtern rechtskräftig gemacht. Dieses Urteil ist unsererseits kein Aufruf zur Selbstjustiz. Was habe ich euch gesagt heute, ihr Muslime? Wenn eines Tages die Muslime das Gesetz hier verändern, das Grundgesetz abschaffen, die Scharia implementieren, dann seid ihr dran. Millionen von Muslime, die tagtäglich nicht beten. Ihr werdet gezwungen sein, Allah anzubeten. Es muss sich eindeutig um den Teufel handeln. Das kann ja nicht sein, so wie damals im Baal-Kult. Als sie verweigert haben, den Baal anzubeten. Die wurden umgebracht. Und ganz genau ist es genauso wie mit Allah. Solltest du es verweigern, zu beten, bist du dran. Ja, eine Religion, die auf Zwang aufgebaut ist. Brother, yes. I told them that read the fatwa from Sheikh Ibn Baz. He said, whoever refused to pray, they have to be killed. It is an obligation for a Muslim to make the salat, the prayer. And whoever refused to make the salat, he have to be killed. I said to them that must be the religion of the devil. He wants that you pray to him with force, you know. He forces you to pray to Allah. That is not God. This is Satan, is that?
Okay, you know, I will share with you the screen. Okay. So we can see where Ibn Baz, he get this from. This is, first of all, hello everybody. This is a Christian prince saying hello to you. Okay. As a day. I hope today we will learn something good for all of us. And Muslims, feel free to ask questions too. I will be happy to answer you. Ja, also wenn ihr Muslime Fragen habt, fühlt euch frei zu fragen. Er ist ein wahrer Gelehrter, der uns alles zeigen kann, der uns die ganzen Strukturen des Islams von vorne bis hinten erklären kann, so dass ihr auch gewappnet seid und das auch mit euren verlogenen Imamen durchgeht, die uns von morgens bis abends anlügen und uns verklickern, dass der Islam Frieden und Toleranz ist. Nein, der Islam ist nicht Frieden und Toleranz. Okay. This is you can switch to the screen if you don't mind. Yeah. And you will see here Muhammad repeating. This wait, wait, brother. Here. Wait, wait. I have to make it bigger because it's too small. Okay. Wait. I will make the text big in my side too, so people can see it better. All right. So, if we read in the hadith. Wait, brother. I have to make it bigger. It doesn't work. No problem. It's so small again. You need maybe to get it closer to the screen. There is a program, by the way, you can use to copy what is in your screen too, but you are using the phone right now or you are using the computer. No, I'm using the computer for Skype. Oh, okay. Yeah, but the phone, the problem. Anyway, we can give the reference and people, they can, and I will post the link. Ah, okay, now it's okay. Hey, now it's okay. Yeah. Wait, I will, okay, Leute, ich werde jetzt das Ganze umdrehen und der Bruder Christian Prince wird euch das jetzt zeigen. If everybody read with me, so. You will see that Ibn Baz is not creating his own rules. This is the rules of Muhammad himself. Okay, also dieser wait, break, brother. Also dieser Ibn Baz, der gerade diese Fatwa gegeben hat, das ist nicht seine eigene Interpretation, sondern er prüft das aus den islamischen Quellen. Allah Apostle said, I have been ordered to fight the people, which means all mankind, till they say. Also der Mohammed hat gesagt, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen. And here the word fight does not mean fight by throwing shoes, it's fight to kill. In Arabic it's qatil, which means fight to kill. Also hier im Arabischen wird das, also hier im Englischen wird das falsch übersetzt mit kämpfen. Aber im Arabischen heißt das qatilu, das heißt töten. Ich wurde angewiesen, die Menschen zu töten. I will fight them until they say that none has the right to be worshipped but Allah. Okay, also niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. And they say so. Und bis sie es auch so sagen. Which means you say the Shahada. Bis sie die Shahada sagen, das Glaubensbekenntnis der Muslime. But this is not enough. Muhammad continues saying, if you don't pray like our prayer and face the direction of our prayer and you eat as we eat and we slaughter as we slaughter, still I will kill you. Okay, also bis ihr so betet wie sie, bis ihr die gleiche Qibla, Gebetsrichtung wie sie macht, einhält, und nur dann wird euer Blut nicht vergossen. Absolute Wahnsinnsreligion. So converting to Islam is not enough to be not to be killed yet, because you still have to pray as Muhammad pray. You still have to face the Kaaba. You still need to eat. The slaughter here is about slaughtering animals. Ja, also ihr müsst sogar Halal essen. Halal muss sogar gemacht werden. sonst wird euer Blut vergossen werden. Das ist so heftig. If you don't do any of those things, Muhammad will kill you. Ja, wenn ihr eines davon verweigert, wird Mohammed euch schlachten, töten. Seht ihr, wie gefährlich der Islam ist? And this is explained. Some people they say, if ISIS are Muslims, how come they kill Muslims? Well, Muhammad is a Muslim, right? He killed Muslims too. He says there, if you don't eat halal food like me, if you don't pray to the direction of the Kaaba, if you don't pray as we pray, even if you say Shahada, if you break any of those, and if you don't pay Zakat, etc., you know, still Muhammad will kill you. Yes. I told the people here in the room. Ja, ich habe euch gerade gesagt, erst wenn ihr so betet wie sie und genauso das Essen isst wie sie, nur dann wird Mohammed aufhören, euch zu bekämpfen und aus euch Muslime zu machen. Das ist der absolute Wahnsinn. In different hadith, Muhammad, he go more in details and he add that you have to pay the zakat, which means if you don't pay the zakat, he will kill you too, which means money. Und in einem anderen Hadith steht hier, dass man sogar die Armensteuer abgeben muss, diese Zakat. Sonst werdet ihr getötet. Yeah, he make it clear
that if you do all of this, if you do all of that, which means you pray as we pray, you fast as we fast, you do salat, you pay the zakat as you see here, and you slaughter as we slaughter. If you do all of this and you convert to Islam and you say shahada, then they will have gained protection from me, which means the protection will come only after you do all those things. If one of them is missing, you don't do it, he will kill you. Ja, also wenn eines davon, die ganzen aufgezählten Sachen, die er gerade genannt hat, mit Abendsteuer zu bezahlen oder das Gebet zu verrichten, wenn ihr eines davon verweigert, seid ihr dran. And he make it clear that not only this, their life and their property will be protected from me if they do that. Which means Muhammad is announcing himself, he's saying, I'm a thief, I will steal your money. Because that will make it, if you don't do that, it's halal for me to take your money, to steal your wife, to take your jewelries, to kidnap your children. So Ibn Baz is not making things up, this is Islam. Also dieser Ibn Abbas, der die Fatwa gerade rausgehauen hat, wo ich euch gezeigt habe, der erzählt ja keinen Blödsinn. Der prüft das ja aus den Quellen und wir sehen das ja hier, was hier abgeht. What is the reference, brother? Can you show us? Click on the... There is many references. Let us show one by one. This is here from Sahih Muslim, but let us go. This is the book of An-Nawawi, but we can show tons of references. We will start, let us see here. All of those references, but we will start showing the numbers. You see how many? Look how many. Brother, in my live stream today, I say to the people, every country in which Islam is not the dominant force, you have to ban Islam from every country that you know, brother? Because Islam is the most violent and lying religion I ever seen in my life. Yeah, but so sneaky. Western, they think Islam is just wearing hijab and warfare, you know? Also der Westen, hier Deutschland und Europa, die denken, Islam wäre hier ein bisschen Hijab tragen und hier ein bisschen normal rumlaufen und so, einfach so, wie man die heutigen Euro-Muslime ja sieht, die sich ja total auftakeln und die übelsten engen Hosen anhaben, aber Hauptsache ein Kopftuch über den Kopf. Weißt du, was ich meine? Das ist der Wahnsinn. This is the paperback of Islam, the cover, the outside. Islam is more dangerous than just a hood. I mean, if a woman, she wear hijab, I don't care, really. She wear hijab, who care? I mean, yeah. None of my business. Also uns geht das nichts an, ob eine Muslima jetzt ihr Hijab anzieht. Das ist uns völlig egal. It doesn't bother me. Honestly, I don't care. Yeah, but if somebody says, if you don't pay me zakat, if you don't eat halal food, if you don't pray as we pray, then I will kill you, I will take your blood. That is a Dracula and he is evil. Then I have a problem. Yeah, I have a problem too with this commandment. You see, and this is the reference in front of us. This is Sahih Muslim, book, hadith number 22. And all the references showing. And this is a very strong hadith. We can show it in many places, not only here. This is Sahih al-Bukhari, you know. This is Sahih al-Bukhari. And this is the reference again. Sahih al-Bukhari 25, book 2, hadith number 18. And the reference in the English one too. So, this is not a weak hadith, so the Muslim, they will say, you know, the game of weak. Ja, sie hört auf zu sagen, das wäre ein schwacher Hadith, weil dieses Spielchen, was sie immer spielt, das ist ein schwacher Hadith, das ist kein starker Hadith und so, das ist völliger Blödsinn, hört auf mit dem Quatsch. Geht doch nicht so mit euren Seelen. Islam is a very dangerous religion, especially for those who... Not Muslims. Like the left who keep saying... you know, if you talk about Islam, you are racist. Look, what this Islam is a racist religion. Islam is a fascist religion. Look at this. Ja, also der Islam ist, wait, brother, der Islam ist eine faschistische Religion und uns werfen die vor, faschistisch zu sein. Jetzt Achtung, ihr Muslime. The difference between the fascist and the Nazi, you know, that there's no difference because Islam believe that Muslims are one ethnic group. They are one nation. The Quran in chapter 3, verse 110 says that you Muslims are the best nation. So Islam consider Muslims as a nation. Ja, also der Koran sagt ja, dass Muslime wie eine Nation sind und dass sie die besten Menschen sind und die über allen Menschen stehen. Wir sind ja der niedrigste Müllhaufen für Allah. Versteht ihr, was ich meine? This is why Muslims don't believe in citizenship, they believe in Islam. Which means, if you are a German Muslim, he is not a German. You believe he's a Muslim. If he's Chinese, he is not a Chinese, he's a Muslim. Because Quran make them as one nation. And now,
they have a duty as a Muslim to do something useful for mankind. What is the useful thing? Look at this. Chapter 3, verse 110 says, the best of mankind for mankind are those who bring them with the chains around their necks. Wow. Tell them, praise Islam. Wait, brother. Translate. Also hier in Sure 3, Vers 110, wird ja gesagt, oh Muslime, ihr seid die beste Gemeinschaft, die Allah jemals hervorgebracht hat. Und die Erklärung dazu ist, die besten Menschen, die Allah hervorgebracht hat, sind diejenigen, die andere Menschen mit Ketten an ihren Hals in den Islam reinbringen. Seht euch das an, Leute, guckt euch das an. Das meine ich mit, guckt euch diese Religion an, was die betreiben und was die in ihren Schriften haben. So when they wage jihad, you know, people they ask and they say, oh, those are evil ones, they are not, they don't present Islam. This is Muhammad saying that. Mm. The best of you is the one who go and bring them like dogs, put chain around their necks, because those are infidels. Ja, genau, also Muhammad gibt hier die Anweisungen, dass wir wie Hunde an Ketten geleint werden und in den Islam reingeholt werden. Das ist Islam, guckt euch das an. Das ist das, was die Geistlichen uns verheimlichen, so lange bis der Islam die Oberhand hat. So lange wird einfach weitergelogen mit Taqiyya bis zum geht nicht mehr. Aber Gott sei Dank haben wir die Kraft bekommen, weiterhin Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und zieht euch das rein. Eigentlich müsste man sofort, morgen noch den Islam verbieten. Sofort. Ohne Wenn und Aber. And then we will find an ignorant American or Canadian or German saying, oh, Islam means peace and Muslims are peaceful. I'm not talking about Muslims, I'm talking about Islam. Islam is not peace and does not mean peace. As you see, they are forcing people to embrace Islam by violence. Ja, also der Islam bedeutet nicht Frieden. Die zwingen ja Menschen in den Islam reinzuholen. Und die Leute, die für den Islam kämpfen, das sind keine Wahnsinnigen, das sind wahrhaftige Muslime, die für Allahs Sache ausrücken. And even if you convert to Islam, if you don't pray, if you don't do zakat, if you don't eat the same food they eat, if you don't face the Qibla when you pray, the Kaaba, if you do any of those you don't do, they will kill you still. So what is Islam? Even if you convert to Islam, still you are not safe. Because still, if you don't do practice, they will kill you. Ja, also selbst wenn ihr Muslime geworden seid und nicht am Dschihad teilnimmt, dann werdet ihr auch umgebracht. Das ist so krank. Where is those who say to us Islam mean peace? Also, and you know the Muslims, Amir, yeah. They always mention this verse in the Quran. Surah 5:32. Yeah, the one about if you kill a person. That you kill the whole mankind. Eh? All mankind. Yeah, but this verse is about the children of Israel. Not only that, this is a very evil verse, because this verse is saying. You see, the problem that people they don't use their brain, you know, when they read. If you read the verse, it says that if anyone killed, not in the case of punishment for a murder or for mischiefment, but they will not tell you what mischiefment is. Mm-hmm. You see, if you read the verse here, I don't know if you can, let us go to the German Okay, also er versucht jetzt die deutsche Übersetzung zu finden. Wir sind hier gerade auf searchtruth.com, das ist eine 100%ige islamische Seite, wo man nachschlagen kann und studieren kann. Da sind alle anerkannten Übersetzungen von allen Muslimen, die halt Übersetzungen gegeben haben. Und dort steht in Sure 5, Vers 32, aus diesem Grund haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Yes. Okay, so now the verse there says that if somebody killed, he will be killed as a retaliation for murder, which means if you kill somebody, you will be killed in Islam. And then it says, or he do mischiefment. I think this is the word in German. Is that correct? Yeah. Okay. So, but what is mischiefment in Islam? You see, this is what people... Obama, he quoted this verse for us. The stupid George Bush quoted this verse for us. every stupid idiot, he quoted this verse for us, says Islam is peace. Actually, this verse is the most dangerous verse
saying there clearly that Okay, you can wait, hear brother, what she's wait, about to wait. say. You, when you are talking too much, I don't come to translate it, you know? Also dieser Vers hier aus Sure 5, Vers 32 ist ja so der sogenannte friedlichste Vers aus dem Koran. Aber hier handelt es sich ja eigentlich eindeutig um einen Vers, der so verlogen ist, dass es kaum noch zu überbieten ist. Weil der Bruder erklärt jetzt gleich, was das hier alles auf sich hat und wie die Muslime das interpretieren. Weil ein Kafir, ein Ungläubiger, ist niemals unschuldig. Hier geht es eigentlich darum, dass es sich um Muslime handelt, so wie die islamischen Gelehrten das interpretieren. Okay, Brother. The verse saying that if you do mischievement, we will kill you. But what is mischievement? It's here in the hadith. If you don't pray the same as Muhammad, he prayed. If you don't pay the zakat, if you don't eat his falafel, if you don't pray in the direction of the Qibla, this is mischievement, he will kill you. It stays there, right? It's in front of us. It Also, says, if you don't do any of that. wenn das Unheil stiften, es reicht ja schon aus, wenn ihr nicht so betet wie sie oder nicht so esst wie sie ihr Halal-Food und sowas. Das ist schon Unheil stiften im Islam. Und dann seid ihr vogelfrei, dann muss man euch töten. Seht ihr, wie krank das Ganze ist? The Muslims, when they read for you this verse, they say, oh, mischievement is somebody did a crime, my friend. No, mischievement, yes, somebody did a crime according to Islam. According to Islam, if you eat pork, it's a crime. If you don't pray as Muhammad, he pray, it's a crime. If you don't pay zakat, it's a crime, and the punishment is in front of us. Muhammad, he did not say, I'm going to beat them. He says, I'm going to kill them. Yes, The I know. only way, read with me carefully, the only way for them to get my protection for their blood and their property, blood, if they do what I say to do. So if you don't do any of those, you did mischievement and Muhammad will kill you. So they quote that verse for us, but they don't say to us what is mischievement. They will not tell you that mischievement in Islam is you not practicing Islam, so you will die. This is the mischievement. So the same verse, the stupid ones, they quote for us to prove Islam to be peaceful. The fact the same verse is the most dangerous, scary one you can imagine. But brother, Ibn Kathir explained it that only the Muslims are innocent, not a kafir or a Jew or Christian or something else, you know? My friend, the Quran confirmed that anyone is not a Muslim, he is a mujrim. Mujrim in Arabic means a criminal. Also jeder, der kein Mujrim ist, ist ein krimineller Typ. So all the verses in front of us in the screen, anyone can stop it, and you will find that always the Quran confirm that the one who don't believe in Islam is a mujrim. Wakadhalika, and you know, so the mujrimin, who are the mujrimin? Anyone don't believe in Islam, Also jeder, anyone. der nicht an den Islam glaubt, ist ein Mujrim. You see all those verses repeating the Da sind same Tonnen word, von what? Mujrim, Versen, die mujrim, da mujrim. aufgelistet sind im Koran. So mujrim is a word mean a criminal, and usually criminal is like the word mujrim in Arabic is not for somebody he did like across the street because the red was, you know, red, and across, like, it's not like for traffic light, it's for a crime, bigger crime you do. So mujrim is somebody he don't believe in Islam. Anyone who don't believe in the Prophet, as an example, chapter 10, verse number 17. Anyone he say a lie about Allah, he's a mujrim, just by saying a lie. Jeder, der eine Lüge And über now, Allah erdichtet, ist ein Mujrim. like now, I'm a mujrim because supposedly, according to Muslim, I'm lying. But what is the lie? I'm showing you in the screen what the Muslims believe. What is my lies? So they accuse you to be a liar, and that why you are a liar? Because you don't believe in Muhammad. And the second you don't believe in Muhammad, you are a mujrim. All those verses in front of us speaking about the mujrims. Brother, Anyone? brother, I have a question. Is that true that Muhammad burned people alive who refused to pray the Friday prayer? No, the hadith says that Muhammad, he wanted to order to burn people who were not coming to the Friday prayer. But then he changed his mind, supposedly. He ordered them, but then he said, okay, you know what? I will not do it. So this is what the hadith is saying. We have to be honest. But Okay. here is telling us that Muhammad is the first one who came with the idea of burning people. And actually, Ali, he did burn. Muhammad, he did burn cities, he did burn towns, he did burn trees. But according to the hadith,
He never burned anyone alive. He wanted to burn. But Ali, the cousin of Muhammad, he burned people alive following the steps of his cousin Muhammad. Wow. Also hier, wait brother, der Ali, der Cousin von Muhammad, hat Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt, die den Islam verlassen haben. Guckt euch diesen Müll an. Yeah. Here it says that Ali, he burnt some people. Ali verbrannte einige Menschen und diese Nachricht erreichte Ibn Abbas, der sagte, wäre ich an seiner Stelle, ich würde sie nicht verbrennen. Weil der Prophet sagte, verbrenne niemanden mit Allahs, wie heißt das? Strafe. Keine Frage. No doubt, keine Frage. I would have killed them. Ich würde sie töten. So, to make it simple, look how funny the Muslims are. They are discussing, okay, all of them, they want to kill you anyway, but they are discussing now how we should kill him. By a knife or by burning? Ja, also jetzt sind die am Diskutieren, wie sollen wir die denn töten? Mit dem Messer oder mit Dings? Verbrennen oder was? At the end of the day, they will kill you both. Both of them, Ibn Abbas, he agree we should kill them, yeah. But you don't agree with Ali. Why? It's because Muhammad, he said we should not punish them with the punishment of Allah. Yeah. But is it Muhammad who is the first one who said, if you don't, you know, I wanted to burn people alive? And bring wood over their houses and burn them inside their houses, those who don't come to the Friday prayer. So Ali, he did it. And then Ali, he answered Ibn Abbas in different hadith exposing him. He said, that's, you know, that the Prophet, he ordered us to punish them and to kill anyone who don't follow. And it doesn't matter how we kill them, for the Prophet himself, he, you know, wanted that. You see, if you read with me here, Muhammad, when he mentioned that he'd been ordered to kill all mankind, he did not mention how he would kill them. Ja, also der Mohammed hat gesagt, ich wurde angewiesen, alle Menschen zu töten, aber er hat nicht gesagt, wie man sie tötet. Yeah, the teaching is very clear that I am going to kill you all. How I will kill you, he never said, but for sure at that time there is what, usually the sword. But the Muslims, they practice everything according to the Prophet teaching. So when ISIS, they do what they did, they go and read the hadith of Muhammad going to burn people alive. Even the hadith says that they did not, but still, because nobody there. Okay, if we ask a Muslim, when Muhammad, he said, I'm going to burn them alive for not coming for a Friday prayer, not for being a criminal, just for not coming on Friday. Ja, also wenn ihr das Freitagsgebet auslässt, dann seid ihr auch wie Kriminelle und ihr müsst hingerichtet werden quasi. Okay. If we ask a Muslim, was Muhammad wrong when he thought about burning people alive? He would say no, because the Prophet never been wrong. Ja, ja, klar. Also würden Muslime sagen, dass der Mohammed jetzt hier falsch liegen würde, wenn er sagt, ich würde am liebsten die Häuser der Muslime verbrennen, die es wagen, am Jumma-Gebet nicht teilzunehmen. So where is the problem then with ISIS? If Muhammad, he was not wrong, according to Muslims, when he thought of burning people alive, how ISIS are wrong? Also, how come the same action, if Muhammad thought to do it, but yet he did not do it, Muslims have no problem with it and say the Prophet never was wrong. In the tafsir, brother, we read in the tafsir of, I think, Arazi, is that he said we can burn people alive or something like this. And ISIS killed this pilot who bombed ISIS, you know? This Jordanian pilot. As I said, you know, ISIS, everything they do, you know, it was according to the teaching of Muhammad, nothing out of the book. And this is why, you know, we challenge Muslims to show us one thing ISIS did is not Islamic. Also, wir würden mal gerne wissen, ob es irgendeine Sache gibt, die ISIS macht, was Muhammad und seine Sahaba nicht getan haben. Werdet ihr gar nicht finden, weil alles, was sie machen, ist 100%ig islamisch. The Quran says, ya ayyuhan nabi jahid al-kuffar wal munafiqin. Allah told Muhammad to be not merciful with the kuffar, not to be merciful. Ja, also Allah hat seinen Gesandten,
Also Allah hat seinen Gesandten beauftragt, nicht gnädig zu den Ungläubigen zu sein und zu den Heuchlern, zu den Hypocrites. Eh? And the funny, the Muslims, they say the Prophet was merciful. When the Quran said, you know, chapter 9, verse number 73. Also Surah 9, Vers 73. جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. أغلظ is to be, to torture. To torture them, not only to kill them, to torture them. 9, 73, let me go to the German. So maybe, I don't know if the translation is accurate in the German language. Ja, das Problem, Leute, ist, dass wir kein Arabisch sprechen und die Muslime ja so verlogen sind, dass die sogar beim Übersetzen lügen und betrügen. Das ist das große Problem. Und wenn wir Gott sei Dank haben wir hier jemanden, der Arabisch spricht und das lesen kann, direkt 1:1 die Quelle. Und der kann uns nämlich sagen, was dann sich dort wirklich befindet. Does it say that in the German translation? O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und sei hart gegen sie. It says, O Prophet, strike hard against the unbelievers and the hypocrite, and be harsh to them. Harsh? How you can be harsh? This is the first translation. It says aghlidh, which means he will kill them anyway. But what we will do? You know, we will torture them. You know, if you remember the story in the Quran where Muhammad he did supposedly there's a bunch of Muslims who converted to Islam, but obviously they don't want to convert, but Muhammad forced them. Mm-hmm. And they joined Muhammad and they gave their animals. And at night they decided to leave Muhammad because he's a false prophet. And they went to get their animals. And then they killed the shepherd in order to get their animals. Looked like the shepherd refused to give them their animals, so they killed him. Mm-hmm. And they ran away. Then Muhammad, he sent his men after them and he chased them. According to the Islamic interpretation. Ah, he tortured the two guys, huh? He tortured them, we don't know how many exactly. He brought them and he put the nails in the fire and then he put the nails in their eyes. And then he cut their hands and their feet after he put them in the cross. And he made them die slowly under the sun. Ja, also der Mohammed hat Menschen quasi zerstückelt. Er hat ihnen die Hände und Füße abgeschnitten und die Augen mit heißen Nägeln zugebrannt. Und sie in die Hira-Wüste geworfen. Das ist so eine Wüste in Saudi-Arabien da. The funny they say that when ISIS they do crucifixion for people and they put nails in their eyes and they cut their hands and their feet, they are not being Muslims. Also es gibt Muslime, die sagen, oh ISIS, es sind Menschen am Kreuzigen und jagen den Nägel durch die Augen und durch die Hände und alles. Das sind gar keine Muslime. But the fact, this is Quranic. This is not in the Hadith. This is in the Quran. Also es ist nicht im Hadith, sogar im Koran ist das zu finden. So how somebody he followed the Quran, he is not Islamic. Chapter 5, verse number 33. I'm going to show you the German. Okay. Here we go. Chapter 5, verse number 33. Okay. It says you can cut. They can crucify them. Ja. Der hands, Lohn der feet, der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden, oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden, oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für die gewalttätige Strafe, eine gewaltige Strafe. So the hypocrite in Germany and in USA, they say that ISIS are savage. Also die Heuchler in den westlichen Ländern sagen, der IS hat nichts mit dem Islam zu tun. Und das, was die machen, ist ein Verbrechen. Aber wir lesen das ja eindeutig, dass es hier im Koran befohlen wird. As you see, this is exactly what ISIS did. They cut hands and their legs. Islam is a religion of torture. And not only this, Allah himself, he liked to torture. If you remember, Muhammad in chapter 69, Allah is God, he told him, that he will insert in the anus of anyone who don't follow him the chain. Ja, also jetzt kommt was ganz Heftiges, dass der Allah sagt, also der Allah ist ja auch so ein sadistischer Gott. Er will, jetzt pass auf, ihr müsst genau zuhören und das gut gucken, also sehr, sehr präzise gucken, was jetzt passiert. Der Allah ist so einer, dass er eine Kette von dem ganzen Eisen der Erde zusammen macht und die in den Anus von demjenigen schiebt,
und aus dem Mund kommt das wieder raus. Guckt euch bitte diesen Müll an. So, Allah himself liked torture. I mean, what kind of God he would insert in the anus of a human being a chain? And yeah, the chain, if you read the interpretation of Ibn Kathir, if we go right now to Ibn Kathir, just to show people we are not making things. Ja, also er geht jetzt zur Interpretation von Ibn Kathir. Ibn Kathir wird von den Muslimen sehr hoch anerkannt für seine Interpretation des Korans. Also wenn ihr zu einem Muslim geht und ihm seine Tafsir zeigt, die werden von den Muslimen anerkannt. Also da kann kein Muslim kommen und sagen, ja, ich vertraue Ibn Kathir nicht. Dann ist er ja ein Murtad in meinen Augen. Also gar kein Sunni zumindest. Weil die Schia, die haben ja wieder andere Sachen. Amir, people, they can read from here, this is Ibn Kathir, where it says clearly that they will grab you, you know, because you don't believe in Muhammad. And Allah, he said, then fasten him on a chain, wherefore the length is 70 cubits. Kabil Ahbar said, every ring of it will be equal to the entire amount of the iron in the world. Look how big. Every ring. Translate. Also, Allah wird eine Kette so lang wie 7 Würfel machen, oder was? Cubits. Und every ring of it will be equal to the entire amount. Also jeder Ring von dem wird so groß sein wie die ganze Fülle des Eisens, was hier auf der Erde zu finden ist. Then he says, then fasten him, it will be entered into his buttocks. Aha, und dann wird er gepackt und das wird in seinen Anus reingeschoben. Buttocks ist Anus. So now we have a small butt of Abdul. Also wir haben jetzt einen kleinen Popo von einem Muslim. And Allah will bring iron of all the world, making them rings. Every ring is more than all the iron in the world, and he will push that chain in the anus of the Abdul. Also ihr wisst, der Allah will die ganze Erde, also das Eisen der ganzen Welt, will er zusammenziehen und das in den Anus von dem Muslim stecken, der da halt zum Allah kommt. And then after that, after they insert the chain in the anus of the Abdul, Allah will take it out of his mouth. Und dann wird das aus seinem Mund wieder herausgezogen, quasi wie so spießmäßig. So, I am not good in drawing, but I will try to draw a person here. We have a guy here, and this is a guy, okay? I know it's funny, but this is how it is, you know, this is Islam. And then Allah will bring a chain, okay? And he will insert it all the way in his arms. But this chain is so big to the point it's bigger than all the iron in the world. So you can imagine how he used the chain. It's bigger than a cruise ship chain. It's big. And then he will put it inside. Oh my God, oh my God. All the way in. And then the chain will come out from his mouth. In different interpretation, it says from the holes of his nose. As we see, actually here, it will be a run into his behind. Here the translator trying to be polite, he don't want to use the word ass. So he put it in the anus, and it will be brought out of his nostrils, which mean the two holes in the nose. Wow. So from the anus to the nose is the way of Allah. Wow. That is the most tortured religion I ever seen in my life. And then the Muslim, they say to us, you are lying. Ja, also hört auf zu sagen, dass das eine Lüge wäre. Also Ibn Kathir, einer der größten Interpreten des Islams, sagt uns ganz klar, dass mit diesem Vers, what is the verse, brother, in which Ibn Kathir... This is a chapter 69. Even Allah, it's a miracle. Look, he chose 6669. Yes, also das ist das. Das befindet sich in Sure 69, Vers 32. Und dazu müsst ihr den Tafsir von Ibn Kathir lesen, um das den Muslimen zu zeigen, was das für ein Blödsinn ist. Die Muslime glauben daran, dass Allah so ein Sadist ist, dass er die ganze Ketten der Welt, also das ganze Eisen der Welt zusammennimmt und daraus eine Kette macht und es in den Anus von den Muslimen schiebt und das aus dem Mund wieder rauskommt. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. How heavy, and this, every chain is so heavy to the point, look, it says, if a drop of lead like this, and he point to skull bone, to the skull, to the head, were sent from the heaven to the earth,
It is a distance of 500 years of trouble. Look how big the chain is. I mean, the ring, only the ring. A distance of 500 years of trouble. All of this will go inside the anus. Okay, brother, I think a Muslim will come and join us, our show. He is a foul mouth and he thinks he knows a little bit about Islam. Should I invite him to our live stream? Well, if he have a dirty mouth, we don't want him. If you want to speak nice, then he is more than welcome. Okay. You can say you're lying, no problem, but if you want to use 39, well, we don't want a person who is a 30 mouth. Okay, der Friede des Herrn sei mit dir, lieber Özgür. Wie ich ja gesehen habe, hast du ja wie irgendeinen Livestream da gemacht und hast gesagt, dass wir keine Ahnung hätten vom Islam. Du bist herzlich eingeladen, hier in den Livestream zu kommen und deine Ansichten uns zu präsentieren. Und dann wirst du mal sehen, was wir wissen und was der Islam wirklich sagt. Yeah, so he's welcome. Every Muslim is welcome. You know, invite him. But if he start getting rude, start calling names or making death threats. Ich lade dich jetzt ein. Einen Moment. You know, anger. Ich muss nur mal gucken. Warte. I hope he can refute us. You see, as you see, we show on the screen what we are talking about. We are not making things up. He's joining you in Skype. Yeah, he wants to come here in my live stream. But I don't know how to invite him. This is such a problem here. Myself, we could not do it, so I don't know why we can do it. No, no, it doesn't work. I click on his profile, and there is no camera action. You know. Yeah. Anyway, he can answer us. I mean, you see. But I want to bring him here in the live stream that he never say Islam is the truth and he will see the ugly face of Islam because he's a Euro-Muslim. He doesn't even know what the Quran is teaching. I swear to God that he never read the Quran or open the Quran, but he tried to say he knows everything and he wants to debate me. Yeah, come step in the debate. Come, Özgür, come hier rein. Warte, ich versuche dich hier reinzuholen. Warte mal, ey, das kriegt mich jetzt so auf. If you want, because I know how to control Skype. If you want, let him text me in Skype, and I will call him and I will make him join our conversation. Ja, Özgür, du kannst den Bruder Christian Prince in Skype anrufen. Debate TV. Und der heißt dort Debate TV. Yeah, text me there and I will call you. I will add you to our conversation so you can. Und er wird dich dann in unsere Konversation einfügen. Lauf nicht vor der Wahrheit weg. Selbst ich könnte mit dir locker debattieren und würde dich argumentativ kaputt machen, so wie du sagst, argumentativ. Wo hast du Argumente gebracht? Du benutzt die ganzen Argumente von Jürgen Todenhöfer. Ich habe das sofort gemerkt. Da meine ich zu einem Bruder, meine ich so, guck mal, der redet so, als wäre das der Jürgen Todenhöfer. Ja, komm bitte hier rein. Ich sage dir, komm. I will stop the screen sharing, Amir, so he can call me and I can call him back. He can text me and I can call him back to invite him. I hope he will do it because, you know, many Muslims, they claim they want to call, but they never call. You know? Never. They call them for hours. Yeah. Anyway, so now you have no excuse. Here we go. Search for Debate TV. One word, there is no space. Hier, so heißt er, Debate TV. Geht auf Skype. Wenn ihr live dabei sein wollt, weil ich krieg das hier irgendwie nicht hin, euch hier reinzuholen in diesen Livestream. And I will call you and make you join the conversation with us. What is his name in Skype? I don't know what is his name. Tell us please your name so to be sure that's it. Özgür, wie heißt du auf Skype? Hallo. Bist du verschollen? Abbas. Abu Halima, Abu Falafel, what's your name? This guy. Brother, he will hate the day that he came here into our discussion, you know? No, I wanted to come, actually. I like to see a Muslim calling us. And I hope he can answer us. I mean, it's a wish for me, it never happened. Where is the Muslim who can answer anything we say? Now he says, you ugly liar, I will make a live stream against you. Ja, komm doch hier rein, verdammt nochmal!
Ruf den doch an, du bist doch der Allwissende Özgür. Mayor, don't make them make you angry. Yeah, but he thinks he is a scholar or something like this, you know? So what? He's a scholar. What about you make a live streaming against... Okay, he will make an account. Brother, he will make an account and he come and talk to you and... I remember a Muslim, he said he want to debate me and he said, yeah, I just want to go to the bathroom and come back. Ja, Özgür, wir sind alles Lügner und wir picken Hadithe raus. Komm endlich hier rein, echt. Alle sind Lügner, nur du bist derjenige, der die Wahrheit sagt. Das ist, so seid ihr Muslime, ehrlich. What about you make a live streaming against Ibn Kathir, who is making fun of you, and he is saying that your prophet is saying that? Ja, genau, mach doch mal ein Livestream über Ibn Kathir und Sure 69, Vers 32, wo Allah sagt, ich werde ganze Erde und die ganzen Ketten der Erden versammeln und den in deinen Anus reinschieben und aus dem Mund wieder rausholen. Erklär uns das mal lieber, was das für ein Gott ist. Erklär uns das doch. Ist dein Ibn Kathir ein Dummkopf oder was? Ja, they are hypocrites. They cannot ignore the fact, and they can what they can do. They call you a liar when the fact Islam is a religion of lying. Isn't it the Quran says you can lie? Isn't it Muhammad? He said you can lie in three cases to your friends and your wife and your family. Yeah, I know. I bring the video in my YouTube channel about Taqiyya, in which Muhammad allowed to lie in three cases. This is not a Taqiyya, by the way. This is more than Taqiyya, because Taqiyya is kind of about a specific thing which a Muslim allowed to lie about his religion. But when Muhammad, he says that you can lie in three cases to your wife and to your family, to your family and to your friends and to your enemy. Who's left? No one. Who's left? And the funny, the Muslim, they said to you, well, he is trying to fix things. You fix things by lying? Since when lying will fix things? So I have my people, let us say they are hungry and they have no bread. I lie to them and I say, okay, there's a lot of bread, but they are hungry. The Muslim, they say to you, okay, if your wife, she asks you if she is beautiful or not, but she is ugly, what you will say? You will say to her, you are ugly? Well, if she is ugly in your eyes, why you marry her? Yes. How you marry a woman you think she's ugly? Because ugly, beauty, is in the eyes of the person. You will see somebody, he love a woman, you see her the most beautiful woman, it doesn't matter how she look like. So if she is ugly really, why you marry her? Ah, maybe you are the same as Muhammad, who marry Khadija, who is ugly. She is a lot older than him, but just for the sake of her money. So now Khadija, she asked Muhammad, do you think I am old? Muhammad, he would say, no, you are 17 years old, for sure. You are not 25 years older than me, you are very young. Mm-hmm. What kind of religion this religion is? Any Abdul, you think he have the courage and the knowledge to prove us wrong? Please feel free. We are here. We are. Okay, Özgür, hör auf zu sagen, wir sind Wahrheitsverdreher. Hast du dir jetzt einen Account eingerichtet? Ich sehe auf deinem Profilbild. Eigentlich muss man da draufklicken, um jemanden einzuladen. Aber hier steht nur Özgür Aras blockieren, Kommentar löschen, diesen Kommentar fixieren. Es steht nicht einladen. Sonst würde ich dich doch schon längst hier reinholen. And not only this. If a person he call us and he prove us wrong in one thing, I will send him my book for free as a gift from you, one of my books in German. What do you think? Any Muslim? You see? Here we go. This is one of my books in German, and I have the offer for the Abdul. Brother, isn't it funny that Muslims say, oh, our religion is peaceful, you piece of shit? They even threaten me. They even say we kill you. Islam is peace. What the joke is that? We want to kill you. I mean, what kind of peace we want to kill? You know, obviously it's that's what I'm saying. That when they say that, they prove that we are right. Now you see, each time, you know, you see a Muslim speaking about you are lying. I say, show me one lie. You see, my work is documented. It's books. It's not a video only. Ja, also ihr habt es hier zu tun mit einem Buchautor und ihr könnt ihm ja seine Lügen dann ja zeigen, wo er gelogen hat, indem ihr live mit ihm darüber diskutiert, live, nicht einfach behinderte Videos machen und ihn nicht zu Wort kommen lassen, live
eine Debatte führen und dann Stück für Stück auf alles eingehen. Das nennt man eine Konversation führen und nicht einfach bekloppte Videos machen, wo man den Anschein erweckt, dass man irgendetwas widerlegt hätte. Das machen feige Menschen. Aber er, der Bruder Christian Prince, er ruft euch Muslime die ganze Zeit auf, kommt und korrigiert mich, wenn ich Fehler mache. Kommt und zeigt mir, wo ich Fehler gemacht habe. Und dann werde ich meine Fehler korrigieren und sogar euch noch das Buch umsonst schicken. Aber es wäre doch mal wenigstens fair, mit ihm doch mal darüber zu reden. Ja, es muss doch möglich sein, eine Diskussion mal zu führen auf einer sachlichen Art und Weise, auf einer sachlichen, normalen und friedlichen Art und Weise. Wenn es jemanden gibt, der den Islam entlarvt und den Menschen zeigt, dass der Islam nicht die Wahrheit ist, so muss man ihm wenigstens mal die Chance geben, um seine Argumente nach vorne zu bringen und darüber mal zu reden. Denn schließlich geht es hier um unsere Seelen. Wollen wir unsere Seele einfach so wegwerfen für eine Pseudo-Religion, die behauptet, die Wahrheit zu sein? Brother, I make a video about Merkel and how she destroyed this country in which she bring thousands and millions of Muslims here into Germany. But it's okay. I mean, I'm a refugee too. But in this case, very, very people of ISIS is coming with the refugees, you know? It's a very, very big threat for all of us. You see, now the Syrian government is trying to attack the city of Idlib in the north of Syria. Germany, France, America, Turkey, they don't want them to attack that city. Do you know why? Wait, brother. Brother, this is a very important topic because he came after the Surah 3.110. Please show us the screen again. Hold on. Let me open the Syrian war map so people they can see with me. I will put the screen inside. No, I want to bring the argument about Surah 3.110. I want to talk with Uzgur in German and I want to ask him something. Put the screen back again. Quran what? No, the hadith about Surah 3, 110, in which Allah said, "You are the best mankind." Okay. Bring it back. And then I want to ask him something. Okay, here we go. Ja, guck dir das an, Özgür. Du hast ja heute in deinem Livestream ja gesagt mit Sure 3, 110. Daran erkennt man, was für eine faschistische Religion der Islam ist. Weil nur für Allah hat ja die besten Menschen, die er je erschaffen hat, sind ja Muslime und nicht seine anderen Kreaturen. Oder beziehungsweise für ihn sind wir ja der letzte Haufen Müll. Nur die Muslime sind die besten Menschen, die jemals hervorgebracht worden sind. Und was sind die besten Menschen? The best of mankind are those who bring them with chains around their neck till they embrace Islam. Stell dir mal vor, mein lieber Özgür, ich würde dich mit Ketten an deinem Hals packen und dich in das Christentum reinholen. Ja? Möchtest du das? Möchtest du, dass man das mit dir macht? Und du fragst dich, warum ISIS so brutal vorgeht und Menschen massakriert und sie zum Islam zwingt? Wenn du nur einmal in deinem Leben dich wirklich hingesetzt hättest und dich mit dem Islam auseinandergesetzt hättest, würdest du niemals so einen Blödsinn erzählen. Du hast in deinem Leben noch nicht ein Tafsir gelesen. Du hast in deinem Leben noch nicht ein Hadith gelesen. Du hast niemals die Aussagen der Gelehrten berücksichtigt. Aber erzählst dir so einen Quatsch. Ja, willst du, dass man das mit dir macht? Die besten Menschen sind diejenigen, die Menschen mit Ketten an ihren Hals in den Islam reinholen. Mashallah, was für eine Religion, siehst du? Willst du, dass man das mit dir macht? Willst du, dass jemand Ketten um deinen Hals legt und dich in das Christentum reinholt? Wenn nicht, warum bist du dann noch Muslim, wenn du das nicht akzeptieren kannst? Ja? Und dann denkst du, wir haben keine Ahnung? Das ist ja unfassbar. No, nothing. What will they answer? This is the ideology of ISIS, and they say, "Oh, ISIS is not Islam. They are criminals. What very stupid guys, you know? No, they are truthful Muslims. They're practicing what Allah said and Muhammad do." Any Muslim have an objection, please? I challenge any Muslim to say that the Quran is wrong about crucifixion people,
Cutting hands, cutting legs, cutting fingers. What about cutting fingers? Is cutting finger Islamic? Ja, ist das Abtrennen der Gliedmaßen islamisch? Because I saw ISIS cutting fingers and I saw a Muslim, he says, this is savage, this is not, you know. But the Quran is the one who says, kill them wherever you find them and cut their fingertips. Mm-hmm. Which means you play with their fingers. You play, you cut them. You know, this is Quran, chapter 8, verse number 12. Cut their fingertips. Brother, what is the word turhibuna? It means terrorize them, huh? Terrorize. Look how the Fortran translation. Guck hier. Als dein Herr den Engeln eingab, gewiss, ich bin mit euch, so gefestigt diejenigen, die glauben. Ich werde in die Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen. Guck mal, wie die Muslime hier lügen mit Schrecken. Das wird hier nicht mit Schrecken, die übersetzen das mit Schrecken, aber Turhibuna im Arabischen bedeutet terrorisieren. Und ich werde Terror in die Herzen der Ungläubigen jagen. So schlagt oberhalb der Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Amir, yes. In the verse in front of us, does it say to cut their fingers in the German translation? To cut their necks. Their necks and their fingers. Their necks and their fingers, right, exactly. Okay, I understand, next you want to kill them. Fingers for what? I want the Muslim to tell me. Why you want to cut their fingers? Because Muhammad, he loved torture. Ja, genau, weil Muhammad hier sehr sadistisch vorgeht und sogar noch, torture. What is torture in German? I forgot it. Did you see in the movies where the mafia, they cut the finger of somebody? Yeah, it's like mafia religion. This is the mafia. Islam is the founder of the mafia. Here we go, they arrest you and they start cutting your fingers one by one, just to torture you. Beleidige nicht, Özgür. Du sag nicht, du verdammter Schwachkopf. Du siehst das doch hier live, vor deinen Augen. Das heißt, Muslime müssen erstmal die Nacken klatschen, hier Köpfe abtrennen und dann sogar noch die Finger. Ja, sind das Sadisten oder was? Seid ihr Sadisten oder was ist hier los? Hier, ich gehe sogar noch extra näher dran, Sure 8, Vers 12, damit du das vielleicht eventuell siehst. So schlagt oberhalb der Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Reicht das nicht erstmal, den Kopf abzutrennen? Ja, genau, wir wollen einen Muslim sehen, der uns sagt, dass das Gliedmaße, dass das Abtrennen der Gliedmaße oder Finger nicht islamisch wäre. Das ist Islam. Das ist Islam, ganz genau. What people they say, it doesn't matter, it's what is written. Look what they say. Oh, you put it out of context. Okay, put it in context, no problem. Why you cut your fingers of somebody? Put it in context. I'm listening. Put it in context. Ja, dann mach doch mal, zeig uns den Kontext von dem Vers. Was redest du denn da? Der fragt dich doch, warum sollen wir erstmal die Köpfe von denen abschneiden und danach sogar noch die Finger? Ja, sind wir denn Sadisten oder was? Ich glaube, du lebst in irgendeinem Fantasiefilm oder was? Oder du willst die Wahrheit nicht wahrhaben? Du hast es hier nicht mit Kindern zu tun, Özgür. Du hast es hier nicht mit dummen Menschen zu tun, die auf Jürgen Todenhöfer, so ein Blödmann von der Seite, hören. Wir gehen direkt in die islamischen Quellen rein. Wir gehen direkt Tafsir lesen. Wir hören die Meinungen der Gelehrten. Das ist es, was wir machen. Und nicht einfach ein Blödsinn, was dieser Jürgen Todenhöfer von sich gibt. Dass ihr das Gesamtverständnis zusammenhangslos vorzubringen, ist lachhaft. Ja, bring du uns doch den Zusammenhang. Mach doch mal, zeig doch mal was. Ich dachte, das Köpfe abtrennen ist nicht islamisch. Also ist doch ISIS islamisch, wenn sie Köpfe abschlagen, wie Mohammed. Und der Koran das befiehlt. So schlagt oberhalb der Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Und das ist nicht der einzige Vers. In Sure 47, Vers 4 wird auch beschrieben, dass die Muslime, die Köpfe von den Ungläubigen abtrennen. Möchtest du, dass das jemand mit dir macht? Özgür. Möchtest du das? Und ich bin mir 1000%ig sicher, dass du ein sogenannter Muslim bist, der hier ein Euro-Islam vertritt. Der sagt, das hat alles nichts mit Islam zu tun. Du bist weder jemand, der betet, noch irgendwas mit dem Islam zu tun hat. Du willst einfach nur reden. Du hast nichts mit dem Islam zu tun. Du gehst weder beten, noch bezahlst du die Zakat, noch hast du überhaupt eine islamische, wie nennt man das? Du hängst weder mit Muslimen rum, noch versuchst du etwas über den Islam zu lernen. Alles, dein Wissen hast du alles von Jürgen Todenhöfer, der ja überhaupt gar kein Gelehrter ist. Das ist ja einfach ein Dummschwätzer ist das.
der seine eigene Interpretation da reinhaut. Wir machen das nicht. Wir lassen Muslime zu Wort kommen. Wir sagen hier, das ist nicht unsere Interpretation, das ist die Interpretation der besten Muslime der damaligen Zeit, die das von Mohammed haben. Also habe ich ja gesagt, wenn sie falsch liegen, so ist der Koran und der Islam ja falsch. Oder wir haben es eindeutig mit der gewalttätigsten, terroristischsten Religion des ganzen Planeten zu tun. Und alle terroristischen Gruppen eindeutig dem Islam zugeschrieben werden. Also hör auf, uns für dumm zu verkaufen. Ja? Anyway, I'm here. Yes. My friend, I wish really I can stay longer, but I think we covered the topic, and for me, I did not eat since yesterday. I'm really hungry. So I really apologize. I wish I can stay longer. Okay, no problem. I will do my live broadcast here. Yeah. So I want to say thank you for everybody, and thank you for Amir for having me. And if anyone, you can switch the screen to you, Amir. If anyone would like to learn more about Islam, you can get my books. Amir can explain to you what is the benefit of having my books. Mm-hmm. You know, I have like what will make everything you want to know about Islam handy. References there. My books is a library of reference. So I advise anyone who would like to learn about Islam, including Muslims. Actually, number one people who buy my books are Muslims. Perfect. And I challenge the Muslims to prove me wrong in whatever I say in my books. It's a challenge. If a Muslim can find me something he don't really accept to be true, show me reference, show me the proof. Amir can show you the books in his hands. Mm. So those who I have them here. Them, they I can have see them. Them. And here, because he have them all. And I ask everybody, if you bought my books already, don't forget please to go and make a review, honest review. Don't say it's amazing if it's not. Don't say it's beautiful if it's not. Make a review in the German language as you think about the books. If you think they are good, say they are good. If you think they are bad, say they are bad. With this, I want to say thank you, Amir, for having me. You're welcome, brother. God bless you all. God bless you too. Lord, Islam is false. Thank you very much. Okay. Bye. So, wait. Okay. Ihr habt den Bruder gerade gehört, das ist ein sehr, sehr gesegneter Bruder und ich versuche ein wenig jetzt weiterzumachen, weil ich habe ja auch einiges an Repertoire hier, was ich mit euch durchgehen will. So. Lieber Özgür, einen Moment. Da du ja später zu uns gekommen bist, möchte ich dir das nochmal verklickern. Ich habe ja in meinem Livestream heute gesagt, dass wenn Muslime es wagen aufzuhören zu beten, sie bereuen müssen. Und wenn sie es nicht machen, müssen sie getötet werden. Ich schalte die Kamera jetzt wieder um, damit wir gemeinsam das lesen und du mir nicht sagst, dass das eine Lüge ist. Denn ich weiß, dass du nicht betest. Ich weiß, dass du nicht am Tag fünfmal betest, weil du bist einer der Euromuslime, die man heutzutage hier sieht, einer von Millionen, die Mohammed bis aufs Blut bekämpft hätte. Was meinst du, was Mohammed mit dir gemacht hätte, wenn er dich erwischt hätte? Der hätte dir den Kopf von der Schulter abgetrennt, weil du jemand bist, der sich weigert, in den Krieg zu ziehen für Allahs Sache. Ich weiß, also du bist genauso wie 99% der anderen Muslime hier draußen auch. Aber ich möchte dir trotzdem etwas zeigen, was Sheikh Ibn Baz sagt und dem folgen Millionen von Muslimen. Also kannst du nicht sagen, dass das ein Idiot ist. Pass auf. Achtung. Das Thema ist Umgang mit Verwandten, die nicht beten. Özgür, pass auf, lies genau mit mir, denn du schwebst in größter Gefahr. Frage, ich habe einen Schwager, der selten betet. Ich lebe bei der Familie meines Ehemanns und die weiblichen Mitglieder seiner Familie sitzen mit ihm, auch wenn der Imam betet. Was soll ich tun? Ich bin keine seiner Verwandten, Mahram. Gibt es für mich irgendeine Sünde, die ich nicht, weil ich nicht die Fähigkeit besitze, ihm einen Rat zu geben? Achtung, Özgür. Die Antwort von Sheikh Ibn Baz, das ist ein Hardcore-Gelehrter, dem heute Millionen von Salafis folgen. Ja? Das ist kein unwissender Idiot. Wenn er nicht betet, dann verdient er es, dass er geächtet wird. Sie sollten ihn weder begrüßen noch seinen Gruß erwidern, bis er bereut. Nicht zu beten ist eine größere Form des Kufr. Jetzt pass auf, was der sagt. Dieser entfernt ihn von dem Islam. Es ist wahr, selbst wenn jemand nicht verneint, dass es das Gebet verpflichtend ist,
Es entspricht der geringsten Meinung unter den Gelehrten. Achtung! Der Prophet sagte, dass was uns und sie, die Ungläubigen, unterscheidet, ist das Gebet. Wer es aufgibt, hat Gotteslästerung begangen. Siehst du das? Ja, ich weiß ganz genau, dass du nicht betest. Weil deine Art und Weise, deine Fotos und alles zeigen eindeutig einen Muslim, der nur mit seinen Lippen Muslim ist. Dein Verhalten in dem Livestream hat mir gezeigt, was für ein Muslim du bist. Ja, pass mal auf. Dies wurde von Imam Ahmad und den Sammlern des Sunnan mit einer wohlklingenden Kette überliefert. Also Sahih. Ja, der Isnad ist gut. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, möge Allah auf ihn beten und ihn segnen, sagte auch, zwischen einem Mann und dem Kuffer, Unglauben und Götzendienst ist das Aufgeben des Gebets. Dies wurde von Imam Muslim in seinem Sahih überliefert. Achtung, lieber Özgür. Wenn also jemand die Pflicht des Betens verneint, dann ist er gemäß des Konsens der Gelehrten ein Ungläubiger. Özgür, wie viele Muslime gibt es, die tagtäglich nicht beten? Das sind alles Ungläubige, Kuffar, verstehst du jetzt? Daher ist es die Aufgabe seiner Familie, ihn zurechtzuweisen und zu ächten, wenn er nicht bereut. Es ist auch ihre Pflicht, seinen Fall, den Qadi-Richter vorzutragen, damit dieser ihn zur Reue aufruft. Wenn er bereut, wird dies von ihm angenommen. Wenn er es nicht bereut, Achtung, was steht hier, lieber Özgür, muss er getötet werden, Özgür. Ja, ihr Euro-Muslime, die ihr euren eigenen Fantasie-Islam zusammenbastelt, euch wird der Islam noch zeigen, was er drauf hat. Er wird euch alle umbringen, wenn er hier nach vorne kommt. Ja, solche Leute wie du, Özgür, und 1 Million andere Muslime, die hier in Deutschland leben und in den Shisha-Bars abhängen und weigern, sich zu beten, was muss mit euch geschehen? Ihr müsst getötet werden. Verstehst du jetzt, warum ich sagte, der Islam muss aufgehalten werden? Weil er selbst für dich gefährlich wird und selbst für die Muslime gefährlich wird. Und zwar sagt Allah im Koran, wenn sie aber bereuen und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann gebt ihnen den Weg frei. So wie ich es auch heute in meinem Livestream gesagt habe. Also der Gelehrte stimmt mit mir überein. Surat al-Tauba, Sure 9, Vers 5, die schrecklichste Sure des ganzen Korans. Das ist Ayatul Saif, der Schwertvers, der alle friedlichen Verse aufgehoben hat. Der Koran, wenn wir die ganzen Verse, die abrogierten Verse rausholen, was meinst du, wie klein der Koran ist, Özgür? So dünn wäre er. So, sage ich dir. Maximal 20 Seiten. Glaubst du mir nicht? Du kannst auf wikiislam.com gehen und da hast du eine Auflistung der ganzen abrogierten Verse. Allein dieser Vers, Sure 9, Vers 5, abrogiert fast über 200 Verse oder so. Da müsste man nochmal nachschlagen. Und guck mal hier, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte ebenfalls, mir wurde verboten, diejenigen, die beten, zu töten, aber anderen schon. Diese Beweise zeigen, dass derjenige, der nicht betet, keineswegs seine absolute Freiheit hätte. Und es ist nicht verboten, ihn zu töten, wenn er zur Obrigkeit gebracht wird und nicht bereut. Weißt du jetzt, was ich meinte? Und verstehst du jetzt meine Sorge auch um dich? Warum ich mein Leben einsetze, damit du eine Möglichkeit hast, das alles zu sehen? Ich möchte dir noch etwas zeigen. Warte. Lieber Özgür, guck dir das an. Das ist aus Sahih al-Bukhari. Ja, die Referenz siehst du eindeutig im Buch 56, Hadith 139. Ich frage dich von Herzen, lieber Özgür, wenn du so etwas liest, was für Gedanken bekommst du? Allahs Gesandter sagte, die Stunde wird nicht eher kommen, bis ihr die Juden bekämpft. Und der Stein, in welchem ein Jude sich versteckt, wird sagen, O Muslim, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Siehst du den Antisemitismus? Siehst du diese Nazi-Religion? Siehst du das mit deinen eigenen Augen? Jetzt frage ich dich eine Frage. Stell dir mal vor, lass uns das mal ändern, lieber Özgür. Und ich werde den Text jetzt mal so anpassen und werde dich mal fragen. Stell dir mal vor, der Herr Jesus hätte Folgendes gesagt.
Jesus sagte, die Stunde also die Stunde wird nicht eher kommen, bis ihr die Muslime bekämpft. Und der Stein, in welchem sich ein Muslim versteckt, wird sagen, O Christ, da ist ein Muslim, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn. Mein lieber Özgür, würdest du nicht sagen, das ist doch das allerletzte Dreck, was ich in meinem Leben gelesen habe? Ja? Würdest du nicht mit aufrichtigem Herzen sagen, sowas kann ich niemals akzeptieren? Siehst du das? Und guck dir das an. Für was du deine Seele aufgibst. Für 72 Jungfrauen. Achtung. Guck dir das an, bitte. Abu Umama narrated that the messenger of God said, everyone that God admits into his paradise will be married to 72 wives. Two of them are huris and 70 of these interdicts of the female dwellers of hell, and all of them will have libidinous sex organs, and he will have ever erected penis. Also du wirst 72 Jungfrauen bekommen und alle werden libidinöse Geschlechtsteile haben und du wirst einen immer erregierten Penis haben. Ich frage dich von Herzen, Özgür, ist das Gott, der uns das verspricht? Einen immer erregierten Penis? Und du willst mir was erzählen über Islam? Özgür, ich zeige dir noch was Schönes. Wir gehen hier zur Sure, Koransuren im Vergleich. Da kannst du gerne auch mit mir aufschlagen, dass das kein Fake ist. Achtung, ich werde mal hier rausgehen. Und werde mal Sure 78 aufschlagen. Guck mal, Özgür, was Allah uns verspricht. Özgür, pass auf. Guck hier, mein Lieber. Und hier, wahrlich, für die Gottesfürchtigen gibt es einen Gewinn, Gärten und Bärengehege und Mädchen mit schwellenden Brüsten. Ist das dein Ernst, mein lieber Özgür? Du willst mich also überzeugen, dass Gott, der Allmächtige, nichts anderes zu tun hat, als mir schwellende Busen zu versprechen im Himmel? Siehst du das, mein Lieber, Sure 78, Vers 33, mit was wir es hier zu tun haben? Verstehst du jetzt, Özgür? Komm und lerne von Leuten, die wirklich den Islam studiert haben. Denn deine Seele setzt du aufs Spiel. Denn du glaubst ja auch irgendwo an Gott. Und wenn du an Gott glaubst, so weißt du auch, dass er dich richten wird für alles, was du getan hast in deinem Leben, Özgür. Ja, und ich glaube, nach deinem Aussehen zu urteilen, bist du kein unschuldiger Mensch, lieber Özgür. Ja? Ich glaube, dass du Menschen wehgetan hast, sehr oft und sehr viel. Und was meinst du, was Gott mit dir macht, wenn du vor ihm stehst? Da wird es keine hier sowas geben. Wahrlich, für die Gottesfürchten gibt es Gewinn, Gärten und Bärengehege und Mädchen mit schwellenden Brüsten, Altersgenossinnen. Özgür, du wirst vor dem Herrn Jesus Christus stehen, der heute entweder dein Richter sein kann, du entscheidest, wie du den Herrn Jesus haben willst. Entweder ist er dein Richter oder aber dein Retter. Meine Empfehlung an dich, lieber Özgür, der du mit deinen 150 Milliarden Sünden, die du in deinem Leben angehäuft hast, dich für den Herrn Jesus Christus als Retter entscheidest. Ja? Merkst du jetzt? Merkst du das jetzt? Und guck dir an. Ich möchte mal dir noch etwas zeigen. Möchtest du mal ein paar schöne Hadithe hören, was Mohammed hier sagt? Ha? Wer ist der? Guck mal hier, der hier. Aus Sahih Bukhari, Band 4, Buch 52, Nummer 45. Wer ist der Beste unter den Menschen? Allahs Apostel antwortete, ein Gläubiger, der sein Möglichstes für Allahs Sache mit seinem Leben und Eigentum strebt. Sie fragten, wer ist Nächsten? Er antwortete, ein Gläubiger, der bleibt in einem der die Bergpfade, die
Anbetung von Allah und lassen die Menschen von seinen Unfug zu, ja, das ist jetzt eine Übersetzung, zu sichern. Hier gibt es noch einige interessantere Hadithe, die ich mit dir durchgehen wollte. Warte. Stimmt, du hast ja behauptet, guck mal hier, du hast ja behauptet, dass der Islam, also dass der Erste und Zweite Weltkrieg, also dass der Islam niemals so viele Morde begangen hat wie der Erste und Zweite Weltkrieg, das von den Christen kommt, weil du bist ja oberflächlich und gibst ja den Christen die Schuld, obwohl der Herr Jesus Christus gesagt hat, liebet eure Feinde und diejenigen, die zum Schwert greifen, werden umkommen durch das Schwert. Packt das Schwert ein. Verstehst du? Wir sollen niemals mit dem Schwert kämpfen. Also du sagst genau das Gleiche, was der Jürgen Turdenhöfer sagt. Und hier sind Referenzen, was Muslime den Afrikanern und alles angetan haben. Thomas Sowell, Race and Culture, Basics Book, 1994, Seite 188, schätzt, dass 11 Millionen Sklaven über den Atlantik verschifft worden sind, wurden und 14 Millionen wurden zu den islamischen Staaten Nordafrikas und des Mittleren Osten geschickt. Für jeden gefangenen Sklaven mussten viel andere sterben. Schätzungen dieses Kollateralschadens schwanken. Der namhafte Missionar David Livingston schätzte, dass für jeden Sklaven, der eine Plantage erreichte, 5 andere in einem vorausgegangenen Kampf getötet wurden oder durch Krankheiten starben oder durch Mangel im Verlauf der Zwangsportation Missionsgremium presbyterianischer Frauen. David Livingston, Seite 62, 1988. Diejenigen, die zurückgelassen wurden, waren sehr jung, schwach, krank und die Alten, sie starben bald, weil ihre Hauptversorgung getötet und versklavt wurde. Also, für 25 Millionen Sklaven, die auf dem Markt angeboten wurden, haben wir eine geschätzte Todesstrafe von ungefähr 120 Millionen Menschen. Der Islam hatte das Monopol für Sklavenhandel in Afrika inne. 120 Millionen Afrikaner wurden durch den Islam kaputt gemacht. Özgür, siehst du das? Warte, ich mache das nochmal ein bisschen größer, damit du nicht das sagst, dass das hier nicht stimmt. Ja, es sind Referenzen. Das sind Historiker, die den Beweisen nachgegangen sind und das in ihren Büchern aufgeschrieben haben. Und sag mir nicht, dass das nicht stimmt. Christen, die Anzahl der christlichen Märtyrer des Islams liegt bei 9 Millionen. Ja, hier wird wieder die Referenz genannt. Okay? Eine grobe Schätzung von Raphael Moore in die Geschichte Kleinasiens liegt bei 50 Millionen Toten im Kriegen durch den Dschihad. Und du willst mir erzählen, was die Kreuzritter gemacht haben? Das ist nicht dein Ernst, oder? Pass auf, wenn man also die afrikanischen Christen mitzählt, die im 20. Jahrhundert getötet wurden, dann haben wir hier 60 Millionen Christen. Hindus, machen wir weiter mit den Hindus. Konrad Elst schätzt in seinem Buch Negationismus in Indien, dass 80 Millionen Hindus in dem totalen Dschihad gegen Indien getötet wurden. Das Land Indien ist heute halb so groß wie das historische Indien durch den Dschihad. Die Berge nahe Indiens werden Hindukusch genannt. Das bedeutet der Scheiterhaufen der Hindus. 80 Millionen Hindus, lieber Özgür. Siehst du das? Soll ich das nochmal größer machen für dich? Damit du ja nicht sagst, dass das eine Lüge wäre. Und du kommst mit Kreuzzügen und behauptest, dass Christen den Ersten und Zweiten Weltkrieg angezettelt haben, obwohl der Herr Jesus Christus gesagt hat, dass wir niemanden töten sollen. Das ist eine Schande, so ein Auffassungsvermögen, was du besitzt. Ja, einfach aus sich selbst heraus irgendeinen Quatsch erzählen und zu behaupten, dass man hier voll die Ahnung hätte. Nein, du hast keine Ahnung. Und das sage ich so, das ist die Wahrheit. Als ich dich reden gehört habe, habe ich gedacht, du bist ja total unwissend. Du hast dich niemals historisch mit dem Islam auseinandergesetzt. Nie. Du hast dich nie kritisch mit dem Islam auseinandergesetzt. Nie kritisch mit dem Christentum auseinandergesetzt. Nie die Worte des Herrn Jesus Christus berücksichtigt. Nie den Dschihad von Mohammed studiert. Aber Hauptsache Livestream mit so einem
dummen Muslim, der da mich beleidigt und gegen mich Lügen erzählt. Hauptsache sowas ins Internet stellen, ne? Aber ich weiß, weil mein Herr Jesus mir schon gesagt hat, dass es solche Menschen wie euch gibt. Ja, sie werden allen Böses und Lügen gegen euch erzählen, weil ihr euch zu mir bekennt. Hast du gesehen, als du dich lustig gemacht hast über mich, weil ich für dich gebetet habe und du mich in deinem Livestream beleidigt hast, bis aufs geht nicht mehr? Aber ich werde das nicht tun. Weißt du warum, Özgür? Weil mein Herz für dich schlägt und möchte, dass du gerettet wirst. Das ist der große Unterschied zwischen dir und mir. Ja, während ich brenne und traurig bin wegen dir und sage, guck dir das an, was der in seinem Livestream da fabriziert und redet noch, beleidigt mich bis zum geht nicht mehr und sagt, der Islam ist Frieden und es hat alles nichts mit Islam zu tun. Ja, wie oft hast du dich denn da widersprochen? Millionenfach. Ja, das kann ja nicht angehen. Siehst du, die Welten zwischen uns, während ich in meinem Livestream am Ende für dich gebetet habe, für die Muslime, die mich beleidigen von oben bis unten. Hast du gesehen, wie dieser kleine, dumme Typ über mich redet? Wie dreist und frech dieser kleine Penner war? Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber manchmal brechen bei mir auch Sicherungen durch. Wie man reden kann. Wie der redet, wie der frecheste Junge, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Null Geist. Das macht seine Religion mit ihm. Und ich will genauso, dass er seine Religion so präsentiert. Ich will genau, dass er genau seine Religion so präsentiert, dass er den. Hast du gesehen im Livestream, wie die Muslime ausgeflippt sind und mich beleidigt haben, von oben bis unten? Das ist nur ein Phänomen unter den Muslimen. Ja, ein Phänomen unter den Muslimen. Warum? Weil sie einen teuflischen Geist in sich haben. Denn ich habe noch nie eine andere Glaubensgemeinschaft gesehen, die so ist wie die Muslime. Merkst du das? Merkst du das? Man darf nicht mal seine Meinung äußern. Schon gehen die Muslime an die Decke. Aber ich mache denen auch keinen Vorwurf, weil sie den Heiligen Geist nicht haben, der sie dämpft und versucht, dagegen zu wirken. Ja, die schlimmsten Wörter kamen aus den Mündern der Muslime oder im Kommentarbereich. Wo ich dachte, oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Ich bete für die Muslime und die würden mich am liebsten umbringen. Das muss man sich mal wegtun. Machen wir weiter, lieber Özgür. Die Buddhisten haben die Geschichte des Krieges nirgendwo aufgezeichnet und nachgehalten. Vergessen Sie nicht, dass es im Dschihad nur Christen und Juden gestattet war, als Dhimmis, Sklaven des Islams, zu überleben. Jeder andere musste konvertieren oder sterben. Lieber Özgür, stell dir mal vor, ich würde dich vor drei Optionen stellen. Entweder du bezahlst mir die Jizya oder ich komme und bring dich um oder du wirst Muslim. Oder Christ in dem Fall. Dhimmi, was ist denn ein Dhimmi? Das ist ein erniedrigter zweite Klasse Mensch, der als erniedrigter zweite Klasse Mensch neben den Muslimen leben darf. Er bezahlt also eine übertriebene Steuer, die Jizya, um am Leben zu bleiben, lieber Özgür. Und ich habe dir heute in meinem Livestream gesagt, wie man sogar die Jizya entrichten muss. Bezahlst du hier mit Nackenklatscher die Mehrwertsteuer? Ha? Wirst du geköpft, wenn du nicht die Jizya bezahlst? Ja? Das musst du dir mal die Frage stellen innerlich. Ja, verstehst du jetzt, warum ich so aufgebracht bin, so sauer bin? Egal, was ich hier vorbringe. Egal, wie liebevoll ich auch mit euch umgehe, am Ende beleidigt ihr mich bis zum Gehtnichtmehr. Ja, ich bin auch nur ein menschliches Wesen. Und irgendwo habe ich auch meine Grenzen, verstehst du? So wie ich dir auch gerade gesagt habe, als ich diesen Livestream ein bisschen gesehen habe. Ich habe das ja nicht komplett gesehen. Ein paar Ausschnitte, weil mir das einige Leute gezeigt haben. Wie dieser Typ da im Bett liegt und einen auf wissend macht und ich dachte mir, das kann nicht euer Ernst sein. Als hätte ich es hier zu tun mit Kindergarten. Machen wir weiter. Merkwürdigerweise gab es nicht genug getötete Juden im Dschihad,
um die Gesamtzahl der Großvernichtung signifikant zu steigern. Der Dschihad in Arabien war zu 100% effektiv, aber die Zahlen lagen in den Tausenden, nicht Millionen. Danach unterwarfen sich die Juden und wurden zu Dhimmis, Diener oder Bürger zweiter Klasse. Siehst du das? Möchtest du, dass die Deutschen, die ja die Mehrheit hier bilden, sollen die dich Bürger zweiter Klasse machen, liebe Özgür oder die Muslime, die gerade zugucken? Berechtigung haben die, weil Mohammed und die Sahaba das auch getan haben. Des Islams und hatten keine geografische Macht mehr. Dies ergibt nach grober Schätzung etwa 270 Millionen Menschen, die durch den Dschihad getötet wurden. Siehst du das, lieber Özgür? 270 Millionen, wenn wir alles zusammenrechnen. Und du erzählst mir von Ersten und Zweiten Weltkrieg? Der Islam hat so ein Gewaltproblem, das glaubst du gar nicht. Und du wirst eines Tages, wenn der Islam hier nach vorne kommt, gezwungen werden zu beten. Möchtest du, dass man dich zwingt, das Gebet zu verrichten? Oder möchtest du es freiwillig machen? Welcher Mensch mit klarem Verstand würde sich hiernach für den Islam entscheiden? Verstehst du, lieber Özgür, du bist in diese Religion hineingeboren, wie Millionen andere Muslime hier auch. Sie wissen ja gar nicht, was die Scharia ist, das islamische Gesetz Allahs. Sie können niemals, ihr seid unter dem Grundgesetz groß geworden. Das heißt, wenn die Scharia eines Tages implementiert wird, dann werdet ihr alle unglücklich werden. Und wie viele Muslime kennst du, lieber Özgür, die, warte, ich muss mal kurz sunna.com aufschlagen. Lieber Özgür, wie viele Muslime kennst du, die jetzt gerade unterwegs sind und Alkohol trinken und in den Shisha-Bars abhängen? Millionen? Bestimmt, ne? Also ich meine jetzt nicht, dass du Millionen kennst, aber du kennst bestimmt einige, die das machen. Guck mal, was Mohammed sagt, was man machen muss, wenn wir in einem islamischen Staat wären. Ja, wir sind hier auf sunna.com. Das ist von den Muslimen für Muslime zum Studieren. Kitabul Hudud. Ja, wir sind hier auf Sunan Abi Dawud. Das ist ein Hassan Sahih Hadith. Er wurde von Al-Albani als Hassan authentisch eingestuft. Da kannst du nicht sagen, dass das ein schwacher Hadith wäre. Was passiert mit Muslimen, die trinken? Also Millionen Muslime, die tagtäglich jetzt gerade am Trinken sind. Der Prophet sagte, if they, the people, drink wine, flog them. Wenn die Menschen Wein trinken, peitscht sie aus. Wieder, wenn sie trinken, peitscht sie aus. Wieder, wenn sie trinken, tötet sie. Özgür, möchtest du, dass die Muslime, die trinken und ein bisschen den Problemen entfliehen wollen. Möchtest du sie töten? Möchtest du sehen, dass eine Religion aufruft, Menschen zu töten, die trinken? Wenn nicht, warum nicht? Schämst du dich dann für die Aussagen deines Propheten? The Prophet said, Hassan Sahih Al-Albani, möchtest du, dass man Menschen tötet, die trinken? Ihr Muslime, möchtet ihr, dass Menschen getötet werden, verletzt werden, nur weil sie trinken? Was geht euch das an? Das ist eine Sache zwischen denen und Gott. Und der Herr wird entscheiden, was mit den Menschen passiert. Nicht wir. Wir richten über Menschen. Seht ihr das? Seht ihr, wie gefährlich der Islam ist? Tausende von Muslime tagtäglich, die am Trinken sind. Es gibt ja auch Alkoholiker-Muslime. Was meinst du, was mit denen passiert, wenn die eines Tages der Islam hier nach vorne kommt und die Scharia eingeführt wird? Die werden ihres Lebens nicht mehr glücklich werden. Ich weiß nicht, manchmal denke ich, ich könnte gegen eine Wand reden, egal was ich sage. Es geht bei euch ein Ohr rein, ein Ohr raus. Aber wie ich immer sagte, es gibt natürlich auch schlaue Muslime hier drinnen unter euch, die natürlich ein wenig noch Verstand haben und die ganzen Fakten sehen und das nicht mehr leugnen können.
und den Islam auch verlassen. Ja. Ich möchte dir noch etwas zeigen, Özgür. Mein lieber Özgür. Wusstest du, dass Mohammed in Kriegsfällen erlaubt hat, Frauen und Kinder zu töten? Ja, möchtest du, dass ich dir das zeige? Dass Mohammed gefragt worden ist. Ja, Mohammed, was ist denn mit den Frauen und Kindern, die in der Nacht bei unseren nächtlichen Angriffen getötet werden? Mohammed sagte, sie sind von ihnen. Also kein Problem, macht. Guck hier, mein lieber Özgür. Das, was ich sage, ist nicht aus mir. Pass auf, das sind deine Schriften. Und du hast dich über den Gott der Bibel beschwert? Pass mal auf. Hier, dein Prophet befürwortet sogar noch das Töten von Frauen und Kindern. Hier, ich drehe die Kamera wieder um für alle Muslime, die mir nicht glauben. Wo sind wir wieder, liebe Muslime? Wir sind auf sunna.com. Ja, eine Seite von Muslimen für Muslime. Kapitel Zulässigkeit des Tötens von Frauen und Kindern bei nächtlichen Razzien, solange es nicht freigelassen wird. Siehst du das, liebe Özgür? Oder hast du irgendwas an deinen Augen? Zulässigkeit des Tötens von Frauen und Kindern. Guck mit mir. Es wird über die Autorität von Saab berichtet, dass der Prophet Allahs, wenn über die Frauen und Kinder der Polytheisten fragte, während der Nachtangriffe getötet zu werden, sagte, sie sind von ihnen. Also für Mohammed nichts wert. Geh, macht einfach. Tötet sie. Siehst du das, Özgür? Sie sind von ihnen. Mohammed hat keine Rücksicht genommen. Sie sind von ihnen. Mohammed wurde gefragt, was ist denn mit den Kindern, die in den nächtlichen Kriegen von uns umgebracht werden, Frauen und Kinder. Anstatt Mohammed sagt, nein, um Gottes Willen, mach das nicht. Wir töten keine Frauen und Kinder. Und dann kommen die Muslime noch mit einem anderen Hadith, wo Mohammed sagt, ja, es ist verboten, Frauen und Kinder zu töten. Ja, aber warte mal, was ist denn dann das? Ich dachte, man darf dann keine Frauen und Kinder töten. Warum sagt er, ja, hier, es ist okay. Und was ist das? Pass mal auf. Das ist Sahih Muslim. Buch 32, Hadith 30. Siehst du, dass man den islamischen Quellen nicht vertrauen kann? Die islamischen Quellen sind eine einzige Katastrophe, voller Widersprüche. Diese Religion basiert nur auf Lügen und Widersprüche. Verstehst du das jetzt? Wenn also Muslime vom IS Frauen und Kinder töten, dann ist das berechtigt, weil sie das aus den Schriften sehen. Weil die Leute vom IS auch die Menschen in der Nacht angreifen, wie Mohammed. Verstehst du das jetzt, was es heißt, sich mit dem Islam auseinanderzusetzen? Sie sind von ihnen, lieber Özgür. Möchtest du, dass man deine Familie in der Nacht angreift und deine Frau und Kinder getötet werden? Möchtest du das, Özgür, dass das jemand mit dir macht? Ich möchte dir noch eine schöne Sure zeigen, mein lieber Özgür. Warte. Oder was? Warte mal, ich möchte dir gerne mal was Lustiges zeigen. Ich hatte mich damals gefragt, wie hat Mohammed überhaupt die Offenbarung empfangen? Und wir sehen hier einen Hadith, einen starken Hadith von Muslim. Möchtest du mal sehen, wie Mohammed die Offenbarung erlangt hat von Allah, wie sie zu ihm kam? Zeige ich dir jetzt, pass auf. Du gehst kaputt, ich sag's dir.
Ich lese gerade den Hadith, der ist sehr, sehr lang. Und ich möchte dir die wichtige Stelle zeigen, was Mohammed sagt, wie die Offenbarungen zu ihm kamen. Ah ja. So, ich drehe jetzt wieder die Kamera um, damit du mal siehst, wie Mohammed die Offenbarung erlangt hat. Pass auf, du gehst kaputt. Das lesen wir in Sahih al-Bukhari, also da brauchen wir nicht zu diskutieren. Das ist ein Sahih-Hadith, okay? Ich suche dir jetzt die Stelle aus und du kannst dann selber dann auch nochmal das Ganze prüfen. Warte. Ah, hier. Sprich mit ihm, bis er dir eine Antwort gibt. Als sie an der Reihe war, sprach sie wieder mit ihm. Er sagte dann zu ihr: Tu mir nicht weh mit Aisha in Bezug auf, wie die göttliche Inspiration kommen. Also die kommen nicht zu mir auf einem der Betten, außer das von Aisha. Hier wird das mit Betten übersetzt. Aber es heißt, die Offenbarung kommen nicht eher zu mir, wie ich in den Kleidern von Aisha bin. Du kannst das hier im Arabischen, kannst du das sehen. Jetzt ist das einfach übersetzt worden, weil es eine falsche Übersetzung ist. Ja, die Offenbarung kam nicht zu ihm, bis er die Kleider von Aisha angezogen hat. Und ich bitte dich, du darfst keinen Muslim nehmen, der dir das übersetzt. Du musst jemand Neutrales nehmen, der das für dich übersetzt. Ja, weil Muslime dürfen ja lügen und die lügen dich ja an. Und ich weiß, dass du ja kein Arabisch sprichst. Ja, mit Betten sind hier nicht Betten gemeint, sondern die Kleider von Aisha. Die versuchen den Hadith so zu discovern, also den Hadith so gut es geht fernzuhalten von den Leuten. Ich möchte dir noch etwas zeigen, lieber Oskar, warte. Ich drehe jetzt die Kamera um. Ja, also in dem Hadith, nicht Hadith, sondern in Sure 25, Vers 54 wird in dem Tafsir, du musst dir den Tafsir zu dem Vers durchlesen, von Al-Qurtubi. Al-Qurtubi sagt, dass Inzest im Islam erlaubt ist.
Weil er interpretiert das so, dass wenn ein Mujahid zum Beispiel, ein jemand, der für Allahs Sache kämpft und ein Sklavenmädchen hat und mit ihr schläft und daraus ein Kind entsteht, dann ist das nicht seine richtige Tochter. Er kann sowohl mit der Tochter, also mit dem Kind schlafen und auch mit der Frau weiterhin. Siehst du, was der Islam für Perversion zulässt? Weil alles muss im Islam durch eine Heirat geschehen. Alles, was außerhalb Ehe ist, wird nicht akzeptiert. Und das ist auch nicht seine Tochter. Guck dir an, wie dumm das Ganze ist. Inzest im Islam ist erlaubt. Und dann kommen die Muslime mit Lot, als die zwei Töchter von ihm ihn betrunken gemacht haben, um mit ihm zu schlafen. Ja, der Arme, der war ja betrunken. Er konnte ja nichts dafür. Und Gott hat das niemals befohlen. Aber hier sehen wir eindeutig, dass dein Gott in Sure 25, Vers 54 erlaubt, Inzest zu praktizieren. Ich bitte dich, geh zu Sure 25, Vers 54 und dazu musst du altafsir.com aufschlagen, also die Seite altafsir.com. Warte, ich zeige dir das kurz. Du verstehst nicht, wie hardcore der Islam ist. Wir sind hier auf altafsir.com. Das ist eine authentische islamische Seite von, ich zeige dir. Guck mal, was da steht, lieber Özgür. Von wem die Seite ist. Ja, das ist eine copyright-geschützte Seite von Royal Ahlul Bayt, Institut für islamische Gedanken aus Jordanien. Ja, und dieser Typ, der das ins Leben gerufen hat, der König von Jordanien, der behauptet, ein direkter Nachfolger von Mohammed zu sein. Das ist der Tafsir von Al-Qurtubi, ja, Sure 25, Vers 54. Du musst dich auseinandersetzen mit dem Islam, und zwar in einem Maße, das wirklich tiefstes islamisches Studium, du musst ein tiefes islamisches Studium vollziehen. Weil die Gelehrten zeigen uns das nicht, und ich glaube auch, die Gelehrten, die kennen das sogar gar nicht. Weil sonst würden die auch den Islam verlassen. Verstehst du, was hier abgeht? Inzest wird dem Islam erlaubt. Inzest! Mit seiner eigenen Tochter kann man schlafen. Mann, ehrlich. Ja, die Liste ist endlos der Perversion des Islams. Also, das ist unfassbar, was ich alles herausgefunden habe. Ich möchte dir noch etwas zeigen, lieber Özgür, dass du verpflichtet bist, am Dschihad teilzunehmen. Ja? Und jeder Muslim auch, nicht nur du, sondern alle, die sich zum Islam bekennen. Das ist eine Pflicht im Islam, weil du bist fähig, in den Islam, also Dschihad zu führen, weil du bist ja körperlich fit. Und du musst eigentlich ausrücken, um die Munafirun und die Kuffar zu bekämpfen. Nur du blendest das ja aus, das ist das große Problem. Du weißt ja, Sure 2, 216, vorgeschrieben ist dir der Kampf, auch wenn es dir zuwider ist. Ja? Lass mich das noch kurz finden, weil ich habe hier eine Menge an Referenzen und da erstmal durchzublicken, wo das Ganze ist, das ist sehr schwierig. Man muss das alles mal sortieren und chronologisch ordnen.
Bevor wir das machen, möchte ich dir eine Aussage eines Gelehrten zeigen, um dir mal zu beweisen, was die Gelehrten über das sagen, was ich dir gleich zeige. Guck mal hier, das ist Imam Isam Umrah, ja? Das ist ein richtiger Imam und guck mal, was er sagt. Der nimmt kein Blatt vor den Mund. Achtung, was der sagt. Das ist Imam Isam Umrah, Hauptprediger der Al-Aqsa-Moschee im Arabischen. Ja? Diese geben jämmerlich an. Guck dir das an. Vor drei Alternativen. Islam, Jizya oder tötet sie. Und du kommst hier hin mit deinem Euro-Islam und willst uns verklickern, was der Islam ist. Das ist ein echter Gelehrter. Und ihr Muslime schwebt in größter Gefahr. Nur ihr blendet das alles aus. Verstehst du, das ist seine Religion, der Islam ist seine Religion und ihr Muslime hier in Europa habt mit dem Islam nichts zu tun. Verstehst du jetzt? Achtung, was er sagt. Guck mal. Wenn sie zu uns angreifen? Nein. Wenn sie sich weigern, den Islam beizutreten. Oder wenn die Christen und Juden sich weigern, Kopfgeld an uns zu zahlen. Lehnen sie den Islam ab, dann ist ihr Leben bedeutungslos. Vorbei. Wir werden sie zwingen, sich dem Islam anzuschließen. Oder wir werden sie töten. Hast du das gesehen, lieber Özgür? Wenn ein Gelehrter kein Blatt vor den Mund nimmt. Hast du das gesehen mit deinen eigenen Augen? Ja, wenn wir Muslime auf die Ungläubigen stoßen, dann müssen wir sie vor drei Wahlen stellen. Entweder Islam oder die Jizya oder Tod durch das Schwert. Das ist Islam. Das ist die letzte Etappe von Mohammeds Werdegang in Sure 9, Vers 29. Ja, in vollster Erniedrigung müssen Juden und Christen unter Demütigung die Jizya bezahlen. Möchtest du, dass man das mit dir macht? Möchtest du, dass man dich angreift und dich auch vor drei Wahlen stellt? Entweder du bezahlst Kopfsteuer oder du nimmst das Christentum an oder du wirst aus dem Land getrieben. Verstehst du jetzt, warum die Deutschen Sorgen haben um ihr Land und um ihre Sicherheit und alles? Haben sie berechtigte Ängste vor dem Islam? Eindeutig. Der Islam ist eindeutig das Grausamste, von dem man je gehört hat. Das ist ja gar keine Religion mehr. Der hat die Fassade einer Religion. Aber das ist ja ein Mordkult, ein Todeskult, der hier vonstatten geht. Ja, es wäre mal Zeit, sich mal auch mal wirklich jetzt mit dem Islam auseinanderzusetzen und nicht einfach Jürgen Tödenhofer zu hören. Das ist ein Brainwash-Typ, der irgendeinen Blödsinn von sich gibt, das nichts mit dem Islam zu tun hat. Hast du gesehen, als der Christian Emden aus dem Islamischen Staat, der Christ, der Muslim wurde und ausgewandert ist, die Hijra vollzogen hat, wo er ein Interview mit diesem Dicken geführt hat. Hast du gesehen, als der die Wahrheit gesprochen hat? Das ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch gewesen, dieser Christian Emden. Ich weiß nicht, vielleicht ist er heute tot, keine Ahnung. Aber hast du gesehen, als er die Wahrheit gesagt hat und der Jürgen Todenhöfer, der war sichtlich geschockt, weil das der Islam ist. Ja, das ist jemand, der sich auseinandergesetzt hat mit dem Islam. Der weiß, dass Mohammed in drei Etappen gehandelt hat. Sure 109, Sure 291 und die letzte Etappe in Mohammeds Leben ist die Sure 9, Surat Al-Tauba, die alle friedlichen Verse, die mit Verteidigung und alles zu tun hat, aufgelöst hat. Ja, wenn die Muslime eines Tages die Oberhand haben, dann werden sie die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen. Und viele Nicht-Muslime wissen das ja auch. Die wissen das auch. Und ich glaube, dass die Politik sogar das auch weiß und den Islam auch nutzt für ihre Zwecke, weil sie wissen, was das für eine mörderische Religion ist, um ihre neue Weltordnung anzutreiben, weil sie wissen, dass der Islam hier Chaos und Unruhe stiften wird und die abgefallenen Christen, die hier in Deutschland leben, ja, von den Muslimen eines Tages ja massakriert werden, weil sie sehen ja den Lifestyle und sagen, wenn das Christen sind,
dann haben wir das Beste überhaupt. Wenn der Islam ist ja das Beste überhaupt. Verstehst du, lieber Özgür? Das ist die Oberflächlichkeit des Islams und der Muslime, die, wenn sie in die Altstädte gehen und sagen, guck mal, wie die Christen leben. Ja? Aber das sind ja keine Christen, das sind ja alles abgefallene Passchristen, die nur noch auf Passchristina und Christian heißen. Ja? Eigentlich müssten sie von morgens bis abends mit dem Herrn wandeln, andere Menschen von ihrem Wandeln überzeugen und das Wort des Herrn verkünden, evangelisieren. So wie mein Bruder und die anderen auch, wie wir. Unser Leben besteht nur noch darin, dem Herrn zu dienen. Mehr ist das nicht. Und meine Aufklärungsarbeit betreibe ich für den einen oder anderen Muslim, der in der Dunkelheit tappt, warum das Ganze so geschieht. Verstehst du jetzt? Und du kannst das nicht leugnen, das, was ich dir alles gerade gezeigt habe. Ja, ihr seid nicht die beste Gemeinschaft, die Gott je hervorgebracht hat. Und ihr werdet auch niemals einen von uns mit Ketten in den Islam reinholen. Stell dir mal vor, einer wird das mit dir machen. Ketten um deinen Hals, um dich in den Islam oder in den Christentum reinzuholen. Würdest du nicht sagen, was für eine Religion gehörst du an? Würdest du nicht erheblichen Zweifel am Charakter von Mohammed bekommen? Ja, wenn er gesagt hat, ich wurde angewiesen, jeden Menschen zu töten, bis er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Erst dann ist ihr Blut und ihr Leben vor mir sicher. Der Mohammed hat die byzantinischen Königen mit Drohbriefen hat er den geschickt. Aslim Taslim, nimm den Islam an, dann bist du sicher. Ja, die wussten ja gar nicht von Mohammed, wer ist das überhaupt? Und der Mohammed hat die ganzen Stämme angegriffen. Er war der Erste, der die ganzen Stämme angegriffen hat, nicht die. Die Banu Qurayza, Banu Nadir, alle hat er angegriffen, die ganzen jüdischen Stämme, die in Frieden dort lebten in Medina. Der hat die einen nach dem anderen gekillt. Ja, das Massaker von Banu Qurayza. 600 bis 900 Juden hat er an einem Tag, haben die Köpfe abgeschnitten. Das musste dir mal wegtun. Und unter den Gefangenen gab es Kinder, die wurden untersucht. Und ich glaube, ab einem Alter von 10 Jahren oder sowas, da wächst ja bei uns Jungs, beziehungsweise dem männlichen Geschlecht, die Schamhaare. Wir kommen ja dann so langsam in die Pubertät, so ab einem Alter von 11, 12 oder 13. Da hat Mohammed die Leute geköpft. Also die Kinder, ab einem Alter von 12 oder 13, wenn die Schambehaarung schon eingetreten hat. Möchtest du, dass ich dir den Hadith zeige? Ich guck mal, ob ich den finde, damit du mir ja nicht sagst, dass es eine Lüge war. Es ist schwer, diese Hadithe zu finden, weil die werden gut versteckt gehalten.
versuche den mal auf sunnah.com zu finden. Ich habe den Hadith gefunden. Jawohl. Oh. Das ist sehr, sehr schwierig, den Hadith zu finden. Hier, wir sind wieder auf sunnah.com. The Book of Cutting Off the Hand of the Thief. Hier. Lies mit mir. It was narrated that Atiyah said, I was among the prisoners of Quraiza, we were examined, and whoever had grown pubic hair was killed, and whoever had not grown hair, he was allowed to live and was not killed. Siehst du, was ich dir gerade gesagt habe? Das, was ich sage, prüfe ich aus den islamischen Quellen. Die Referenz Sunan an-Nasai, Buch 46, Hadith 111. Der Grad des Hadith ist Sahih. Muhammad hat also ab einem Alter von 12 Jahren kleine Jungs untersuchen lassen und diejenigen, die schon Haare an ihrem Penis hatten, also an ihrem am Penis und alles, die wurden ermordet, mein lieber Özgül. Möchtest du, dass deine Kinder ermordet werden? I was among the prisoners of Quraiza. We were examined. Wir wurden untersucht. And whoever had grown pubic hair was killed. Siehst du das, lieber Özgür? Ha? Wie Mohammed angeordnet hat, Kinder ab einem Alter von 11 bis 12 Jahren, wo die Schambehaarung eintritt, umzubringen. Und du gehst und hörst auf einen degenerierten Schwachkopf wie Jürgen Tödenhöfer. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber jemand, der solche dummen Aussagen macht, der muss eindeutig einen an der Klatsche haben. Ja, Mohammed hat niemals angeordnet, Frauen und Kinder zu töten. Er hat nie Kinder angeordnet, Kinder zu töten. Doch, er hat alles angeordnet. Siehst du das? Sahih. Authentisch. Ich war unter den Gefangenen von Quraiza. Wir wurden untersucht. Und diejenigen, die gewachsene Haare an seinem Schambehaarung entdeckt haben, wurden getötet. Und whoever had not grown hair, he was allowed to live and was not killed. Verstehst du jetzt, warum die Deutschen allen Grund zu Angst haben? Also jeglichen Grund haben, den Islam aus Deutschland zu verbannen, wenn die sowas lesen? Ja, den Islam vor die Wahl zu stellen, den Islam auf den Index zu setzen, die ganzen Hadithe auf den Index zu setzen und wer es wagt, den Islam hier nach vorne zu bringen oder versucht, Werbung für den Islam zu machen, unter Strafe gestellt werden muss. Verstehst du, wie gefährlich der Islam ist? I was among the prisoners of Quraiza, we were examined. Stell dir mal vor, das wäre dein kleiner Sohn gewesen, der von Mohammed befohlen wurde, ihn zu untersuchen und ihn umzubringen. Verstehst du das jetzt, lieber Özgür, warum du keine Ahnung vom Islam hast und die ganzen Leute auch keine Ahnung vom Islam haben? Ihr lebt in einem Traum, in einem Euro-Shisha-Brainwashed-Islam, der nichts mit dem Islam zu tun hat. Ihr lebt in einer Welt von Jürgen Tödenhöfer.
dem desillusionierten Typen, der irgendetwas über den Islam schreibt, obwohl er gar kein Gelehrter ist, der Typ, der nichts aus den islamischen Quellen beweist. Ich beweise eindeutig alles aus den islamischen Quellen. Ich habe dir gerade gezeigt, dass Mohammed gefragt worden ist, was denn mit den Frauen und den Kindern ist, die in den nächtlichen Angriffen getötet werden. Was sagte Mohammed? Sie sind von ihnen. Und es gibt ein Video von einem ganz kranken sudanesischen IS-Kämpfer, der freut sich bis zum Gehtnichtmehr und sagt, Alhamdulillah, wir haben eine Fatwa aus Saudi-Arabien. Ich bin so glücklich, sagt er. Mohammed wurde gefragt, was mit den Kindern und mit den Frauen ist, die bei den nächtlichen Kriegen getötet werden. Der hat sich so gefreut, dass er diese Kinder und Frauen töten darf. Verstehst du jetzt, lieber Özgür? Ich möchte dir etwas zeigen aus Koransuren und möchte dich gerne etwas fragen. Sure 33, Vers 52. Das ist auch mit einer der schlimmsten Verse aus dem Koran. Es ist dir nicht erlaubt, künftig andere Frauen zu heiraten, noch sie gegen andere Frauen einzutauschen, auch wenn ihre Schönheit dir gefällt. Davon sind nur die ausgenommen, die du von Rechts wegen besitzt, und Allah wacht über alle Dinge. Siehst du das, lieber Özgür, dass Mohammed Frauentausch betrieben hat? Dass Allah ihm erlaubt, seine Frauen gegen andere Frauen zu tauschen? Nur dann hat Allah gesagt, jetzt darfst du nicht mehr deine Frauen tauschen, aber deine Sexsklavinnen, die du von Rechts wegen besitzt, die darfst du tauschen, ausgenommen. Ich frage dich eine ganz wichtige Frage. Möchtest du, dass man das mit dir macht, mit deiner Frau, dich umbringt und dann deine Frau versklavt und sie mit anderen Muslimen teilt, um sie sexuell zu befriedigen? Ist das die Moral, die der Islam uns beibringt, was Mohammed da sagt? Es ist dir nicht erlaubt, künftig andere Frauen zu heiraten, noch sie gegen andere Frauen einzutauschen, auch wenn ihre Schönheit dir gefällt? Und wir haben uns gewundert, warum es diesen Sklavenmarkt im IS gibt. Ich sage dir, lieber Özgür, und alle Muslime, die hier in dem Livestream dabei sind, es gibt keine authentischere Gruppe als den IS. Der IS verkörpert den reinen und wahren Islam aus dem 6. bis 7. Jahrhundert. Jede Handlung des IS, ob sie Frauen vergewaltigen, Menschen köpfen, Menschen verstümmeln, alles islamisch legitimiert. Und ihr schwebt in größter Gefahr. Denn ich habe dir sogar gerade eben gezeigt, dass du sogar umgebracht werden musst und die Muslime getötet werden, wenn sie aufhören zu beten. Das heißt, wenn eines Tages, wie ich dir gerade eben gesagt habe, wenn der Islam hier nach vorne kommt und die Muslime handeln, um dieses Regime zum Sturz zu bringen, so wie sie es damals mit dem Iran gemacht haben, meinem Land, dann wirst du gezwungen zu beten, lieber Özgür. Verstehst du jetzt, wenn ich sage, Allah muss eindeutig der Teufel sein und die Anhänger sind dämonisch besessen? Du hast das ja gesehen in dem Livestream, wie die beleidigen. Keine andere Religion und Anhänger beleidigen so viel wie die Muslime. Punkt, Punkt, Sohn, Punkt, Punkt, Sohn, Punkt, Punkt, Sohn. Einer hat einen ganzen Text geschrieben, nur mit Punkt, Punkt, Sohn, Punkt, 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 Sohn. Also wie viel Hass und dämonische Besessenheit muss in diesen Muslimen stecken? Ist das zu fassen, lieber Özgür? Guck mal hier. Wir gehen mal zu Sure 9.123, was den Europäern erwartet. Sure 9.123. Aber vorher möchte ich dir noch Sure 9, Vers 73 zeigen, der dich betrifft und die Muslime. Was Mohammed mit solchen Leuten gemacht hat, die denken, dass sie Muslime wären, aber sich weigern, in den Dschihad zu ziehen. O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler. Wer sind die Heuchler?
Die Muslime, die sich weigern, in den Krieg zu ziehen mit Mohammed, in den Dschihad. Und sei streng mit ihnen. Ihre Herberge wird Jahannam sein. Und schlimm ist das Ende. Ja, Mohammed hätte solche Muslime wie du, mich und die ganzen Muslime hier in Deutschland, hätte der die Köpfe von den Schultern abgetrennt. Aber du hörst nicht auf, in deiner Fantasie-Islam zu bleiben. Guck mal hier. O ihr, die ihr glaubt, kämpft gegen jene, die euch nahe sind unter den Ungläubigen und lasset sie in euch hart vorfinden oder Härte vorfinden, wenn wir hier die Übersetzung mal lesen. Ihr Gläubigen, kämpft gegen diejenigen von den Ungläubigen, die euch nahe sind. Sie sollen merken, dass ihr hart sein könnt. Ihr müsst wissen, dass Allah mit denen ist, die ihn fürchten. Verstehst du, dass die Muslime eines Tages die Europäer angreifen werden? Ein Land, in dem sie noch niemals Fuß gefasst haben, ja, das ist Deutschland und ganz Europa. Und sie werden das alles praktizieren. Und der IS praktiziert ja jeden Buchstaben aus dem Koran. Das sind ja keine Heuchler. Das sind wahre Gläubige, die Mohammed und die Allah und seinen Gesandten lieben. Ach ja. Ich versuche gerade etwas zu finden, was sehr, sehr wichtig ist, was ich auch gerne zeigen möchte. Weil du hast ein Anrecht darauf, die Wahrheit zu erfahren und Nachforschung anzustellen, so wie ich auch einst Nachforschung angestellt habe. Osgül und alle Muslime, die ihr mir zuhört, Frage, ist es für den Muslim verpflichtend, den Dschihad auszuziehen oder ist Dschihad mustahab und nicht verpflichtend? Achtung, die Antwort. Alles Lob sei Allah. Der körperliche Dschihad ist der Gipfel des Islams und einige Gelehrten sehen es als die sechste Säule des Islams.
Die Muslime haben den Dschihad für eine lange Zeit vernachlässigt. Warte, ich zeige dir das. Du musst das ja sehen. Dass du nicht sagst, dass ich hier irgendwas fabriziere. Lies mit mir. Der körperliche Dschihad ist der Gipfel des Islams. Und einige Gelehrte sehen es als die sechste Stufe des Islams. Die Muslime haben den Dschihad für eine lange Zeit vernachlässigt. Somit verdienen sie die Bestrafung von Allah, erniedrigt, herabgesetzt und besiegt zu sein. Diese Erniedrigung wird nie von ihnen weggenommen werden, bis sie wieder zu ihrer Religion zurückkehren, wie der Prophet, Allah Segen und Frieden sein, auf ihn sagte. Jetzt pass auf, was dein Prophet sagt. Wenn ihr ins Einar-Geschäft eintretet, die Schwänze von Ochsen haltet, euch mit der Landwirtschaft begnügt, den Dschihad aufgibt, wird Allah Demütigung über euch herrschen lassen und sie nicht zurücknehmen, bis ihr zu eurem Engagement zum Islam zurückkehrt. Erzählt von Abu Dawud, hier, damit du mir nicht sagst, dass das falsch wäre, als Sahih eingestuft, siehst du das? Sahih, nicht Daif, schwach, von Al-Albani in Sahih Abi Dawud, okay? Und hier schreibt derjenige, Anmerkung, Anja, Geschäft bedeutet ein Produkt für einen bekannten Preis zu verkaufen mit Zahlungsaufschub und es dann für einen geringeren Preis vom Verkäufer zurückzukaufen, so dass der Käufer die Differenz in der Zukunft wird zahlen müssen. Also der Muslim soll keine normalen Geschäfte nachgehen. Sein einziger Job ist es, wie der Prophet sagte, wenn ihr in das Geschäft eintretet, die Schwänze von Ochsen haltet, euch mit der Landwirtschaft begnügt und den Dschihad aufgibt. So wie Millionen Muslime hier in Deutschland das gemacht haben. Ja, die sagen ja, Dschihad ist ja nur Selbstverteidigung. Nein, nicht nur. Der Dschihad muss auch angewendet werden, um den Islam zu verbreiten, um Allahs Gesetze durchzubringen. Und das wird auch noch von Al-Albani, ja, Al-Albani in Sahih Abi Dawud als Sahih eingestuft. Pass auf. Guck mal, was dieser Gelehrte perfekt schildert, was die Euro-Muslime hier betreiben. Hör dir das mal an, bitte. Und ihr Muslime, guckt mal. Eine der seltsamsten Dinge, die man bemerkt, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der es einigen Muslimen peinlich ist, wie Özgür und 99% der Muslime hier in Deutschland, die Verse und Ahadis über Dschihad vor ihren Kafir-Freunden zu zitieren. Ihre Gesichter werden rot, wie das von Özgür, weil sie zu schüchtern sind, die Beschlüsse über die Jizya-Sklaverei und Tötung der Gefangenen des Krieges zu erwähnen. Ja? Sie wünschen sich, dass sie die Verse und Ahadis aus Koran und Sunna löschen könnten, damit Özgür und 99% der Muslime nicht von dieser Welt kritisiert werden. Wenn sie die Verse und Ahadis, wenn Özgür und 99% die Verse nicht löschen können, dann versuchen Özgür und 99% der Muslime hier in Deutschland, versuchen sie, diese falsch zu interpretieren und ihre Bedeutung zu verzerren, so dass sie den Launen und Wünschen ihrer Meister angepasst sind. Ich werde nicht sagen, dass sie es ihren eigenen Wünschen und Launen anpassen. Vielmehr sind es die Launen und Wünsche ihrer Meister und Lehrer unter den Kolonialisten, den Feinden des Islams. Und das findest du in Umdat al-Tafsir, Seite 1, Nummer 46. Siehst du das, Özgür, dass es hier Muslime in Europa gibt, die sich schämen, die Wahrheit vor den Ungläubigen zu sagen und sie wünschten sich, dass sie die Hadithe und die Koransuren löschen könnten? Siehst du, wie die Muslime sich langsam und langsam schämen für den Islam? Ja, dieser Gelehrte hat genau verstanden, was die Euro-Muslime hier betreiben. Da gibt es Muslime, die schämen sich, die Wahrheit vor den Kafir zu erzählen, zu sagen. Mein lieber Özgür und 99% der Muslime, wenn ihr das nicht ertragt, dass man Gefangene töten und alles machen kann,
Warum seid ihr Muslime? Der IS schämt sich nicht, okay? Ja? Guck mal, wie es hier weitergeht. Guck mal, lieber Özgür, wie der das alles erklärt. Ha? Es gibt so viele Verse, die den Dschihad gegen die Muschrikin vorschreiben und ihre Bekämpfung bis alle Unterwerfung allein für Allah ist. Sie erklären eindeutig, dass es verpflichtend vorgeschrieben und obligatorisch ist. Allah sagt, ungefähre Bedeutung, zu kämpfen ist euch vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. Ja, Özgür und 99% der Muslime, sie möchten uns ja eigentlich nicht bekämpfen, aber Allah schreibt es ihnen vor. Ja? Doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist. Vielleicht mag es sein, dass Özgür und 99% der Muslime hier in Deutschland etwas widerwärtig ist, was aber gut für euch ist. Und es mag sein, dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch ihr wisst es nicht. Beschlüsse über den Dschihad. Die Gelehrten, möge Allah Erbarmen mit ihnen haben, haben die Beschlüsse über Dschihad erwähnt und haben erklärt, dass es zwei Arten von körperlichen Dschihad gibt. Verstehst du, was es heißt zu studieren, Özgür, und nicht dem Jürgen Todenhöfer zuzuhören? Ja, wir müssen doch Gelehrte, islamische Gelehrte zu Wort kommen lassen und nicht irgendein Wahnsinnigen, der versucht hier uns zu verklickern, dass der Islam Frieden und Freude und Eierkuchen ist. Nein, das ist die Bedeutung, das ist Studium. Dies bedeutet die Verfolgung der Kuffar in ihrem eigenen Land und sie zum Islam aufzurufen und den Kampf gegen sie, wenn sie sich nicht zustimmen, sich der Herrschaft des Islams zu unterwerfen. Özgür, siehst du, warum die Deutschen aufstehen und den Islam nicht in ihrem Land wollen? Weil der Islam keinen Frieden und Toleranz kennt. Der Islam ist die brutalste Religion der Welt und müsste mit aller Kraft aufgehalten werden. Diese Art von Dschihad ist Fard Kifaya, allgemeine Pflicht der Muslime. Allah sagt ungefähre Bedeutung und kämpft gegen sie, damit keine Verführung mehr stattfinden kann und kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah gerichtet ist. Stehen sie jedoch vom Unglauben ab, dann wahrlich sieht Allah sehr wohl, was sie tun. Sure 8, Vers 39, siehst du das, Özgür? Jetzt pass auf, die schlimmste Sure vom ganzen Koran, Sure 9, Vers 5, Ayatul Saif, Schwertvers. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist vergebend, barmherzig. Oh, Dankeschön, Allah. Bis wir beten und die Zakat entrichten, erst dann hören deine Muslime auf, uns zu töten. Mashallah, Allah, du bist der barmherzigste Gott überhaupt. Wahrlich, die Zahl der Monate bei Allah beträgt 12 Monate. So sind sie im Buch Allahs festgelegt worden. Seit dem Tage, da er die Himmel und die Erde erschuf. Von diesen Monaten sind 4 heilig. Das ist der beständige Glaube. Darum versündigt euch nicht in diesen Monaten. Und bekämpft die Götzendiener allesamt. Bekämpfen und wisst, dass Allah mit denjenigen ist, die ihn fürchten. Sure 9, Vers 36. Ja, diese Gelehrten, die den Text verfasst haben, die bringen Beweise für ihre Behauptungen. Zieht aus, leicht und schwer, und kämpft mit eurem Gut und mit eurem Blut für Allahs Sache. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Sure 9, Vers 41. Erzählt bei Al-Bukhari, Buch 24, Al-Bukhari 24, Muslim 29, Muslim 3533, erzählt von Abu Huraira, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden sei auf ihn, sagte, wer stirbt, ohne gekämpft zu haben oder den Gedanken gehabt zu haben, zu kämpfen, ist auf einem Zweige der Heuchelei gestorben. Siehst du das, lieber Özgür, und 99% der Muslime hier, die ihr Gehirn gewaschen worden seid mit dieser Religion, die auf die Medien hören, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Ihr müsst Sahih Muslim lesen, ihr müsst Al-Bukhari lesen und nicht ARD, ZDF und RTL gucken. Lieber Özgür und 99%, der hier gerade beim Livestream dabei seid, eure Religion ist eine kriegerische Religion. Wer stirbt, ohne gekämpft zu haben oder den Gedanken gehabt zu haben, zu kämpfen, ist auf einem Zweige der Heuchelei gestorben. Also ihr seid wie richtige Munafiron. Verstehst du jetzt, warum ich dieses Wort immer benutze?
Ich habe richtige Berechtigung, weil ich spreche die Wahrheit. Ihr seid diese Heuchler, die Mohammed getötet hat in seiner Zeit, die Allah ihm befohlen hat. O Prophet, sei hart gegen die Kuffar und die Munafirun. Bekämpfe sie, töte sie. All diese Texte und viele andere in Koran und Sunna bedeuten, dass es für die Muslime verpflichtend ist. Siehst du das? Seht ihr das, ihr Muslime, die ihr in eurer Traumwelt lebt, verpflichtet ist, den Dschihad gegen die Kuffar zu unternehmen und die Initiative darin zu ergreifen. Die Gelehrten haben einstimmig beschlossen, dass Dschihad gegen die Kuffar und sie in ihren eigenen Ländern aufzusuchen und sie zum Islam aufzurufen und den Dschihad gegen sie zu unternehmen, wenn sie den Islam oder die Zahlung der Jizya nicht annehmen, verpflichtend ist zu kämpfen und diese Pflicht kann nicht aufgehoben werden. Siehst du das, lieber Özgür, wenn die Nicht-Muslime, die Deutschen Angst haben um ihr Leben und um ihr Besitz, weil Muslime richtige Banditen sind. Verstehst du das nicht? Sure Al-Anfa'al, Sure 8, heißt die Beute. Mein lieber Özgür und 99% der hier schauenden Muslime, wer macht denn Beute? Das sind Räuber, die Beute machen, okay? Guck dir das an, Sheikh al-Islam, das muss Ibn Tamia sein, Sheikh al-Islam, sagte, jeder, der den Aufruf des Gesandten Allahs zu der Religion Allahs hört, mit welchem er gesandt wurde und nicht reagiert, muss bekämpft werden, so dass es keine Fitna geben wird und die Unterwerfung allein für Allah ist. Siehst du das, Özgür, dass der IS Muslime tötet, die sich weigern, in den Krieg zu ziehen? Siehst du das? Der ihr Sheikh Ibn Tamir, Sheikh al-Islam, wo die Muslime ja so begeistert sind von. Guck mal, was der sagt. Jeder, der den Aufruf des Gesandten Allahs zu der Religion Allahs hört, mit welchem er gesandt wurde und nicht reagiert, so wie du und 99% der Muslime, als der IS das Kalifat ausgerufen hat, was muss man mit euch machen? Man muss euch bekämpfen. Verstehst du, dass du in großer Gefahr bist, Özgür, und 99% der brainwashed Muslime in Europa, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die in größter Gefahr schweben, weil es solche ignoranten Menschen wie Jürgen Todenhöfer gibt, die euch Gehirn waschen und euch nicht die Wahrheit erzählen? Okay? Ibn Atiyah sagte, es bleibt der Konsens der Gelehrten, dass der Dschihad eine allgemeine Verpflichtung für die Umma von Mohammed, Umma für die Mohammed ist. Und wenn einige der Muslime diese Pflicht ausführen, wird der Rest der Muslime von dieser Pflicht entbunden. Ja? Dschihad in der Selbstverteidigung. Wenn die Kuffar ein muslimisches Land angreifen und besetzen, oder das ist okay, wenn jemand dich angreift, so kannst du dich ja wehren. Da habe ich ja auch nichts dagegen, wenn Muslime unterdrückt werden. Das ist ja total legitim und ist ja auch menschlich, irgendwo sein Leben und seine Familie zu beschützen. Aber Muslime greifen andere Menschen an wegen ihrem Glauben. Siehst du das, Özgür? Und 99% der hier im Stream live dabei seinen Muslime, seht ihr das? Okay? Ja, das ist von Islam Q&A, okay? Und hier ist die Quelle davon. Islam Question and Answers. Ja, ist eine authentische Salafi-Seite aus Saudi-Arabien, glaube ich, oder was? Verstehst du jetzt, warum ich sage, der Islam ist gefährlich, Özgür? Verstehst du jetzt, warum ich hier stehe und euch warne? Deswegen habe ich immer gesagt, sei froh, dass ich hier stehe oder hier sitze und euch warne vor dem Islam. Dass ich mir die Mühe gebe, euch die Wahrheit zu präsentieren, auch wenn sie euch nicht schmeckt. Okay? Deswegen setze ich gerne mein Leben ein, damit du eine Möglichkeit hast, die Wahrheit zu erfahren. Denn du bist eines Tages dran. Du und alle Muslime, die hier im Livestream sind und auch außerhalb. Denn die ganze Altstadt ist voller Muslime, die gerade am Saufen sind und sich nicht bewusst sind, was der Islam hier bald veranstalten wird. Denn ihr seid ein legitimes Angriffsziel für die wahren Muslime des IS. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele getarnte IS-Kämpfer als Flüchtlinge hier rübergekommen sind. Das ist ja eine Dunkelzahl, die ich hier überhaupt gar nicht wissen möchte. Ja, wie viele Schläferzellen es hier in Deutschland gibt,
die nur darauf warten, ein Befehl zu bekommen, um loszulegen. Denkst du, dann machen die halt vor so einem Ausgürr wie dir oder so einem, der mit dir im Livestream war, die schneiden euch so die Köpfe ab. So, mit Genuss. Die lächeln wie Mohammed. Soll ich dir das zeigen? Achtung, pass auf, was dein Prophet Mohammed gesagt hat. Ich habe ein Lächeln, wenn ich töte. Ana dahuq al-qatal. Dahuq ist derjenige, der lächelt. Qatal ist derjenige, der viel tötet. Sind das die Worte eines Propheten, eines Gottesgesandten, der sagt, ich lächel, wenn ich Menschen umbringe? Achtung, ich suche den Hadith für dich.
Ich hab's gefunden. So. Alles, was ich sage, werde ich auch immer beweisen. Okay? Ich sage nichts aus mir selber heraus. Lies mit mir. Ana al-Dahuq al-Qatal. Ich bin derjenige, der lächelt, während er tötet. Achtung. Dahuq al-Qatal ibn Tamir, Sheikh al-Islam, ja? Siyasa Sharia, Band 1, Seite 18. Er zitiert die Schlacht von Saad al-Salasil, wo der Gesandte Allahs sagte: Ana al-Dahuq al-Qatal. Ich bin derjenige, der lächelt, während er tötet. Und dann kommen die Muslime, diese Euro-Brainwash-Muslime, und sagen: Muhammad hat nie jemanden verletzt oder er war der beste Mensch der Welt. Ja, das machen beste Menschen. Sie lächeln, während sie töten. Versteht ihr nicht, was für ein Islam ihr beigebracht bekommen habt? Ein Islam, der überhaupt gar nichts mit dem Islam zu tun hat. Ihr wurdet Gehirn gewaschen. Ibn Kathir in Al-Bidayah wa Nihaya, Band 3, Seite 199. Ali bin Ibrahim al-Hashim, die Juden der Bani Qurayza und Bani Nadir, kamen zu den Gesandten Allahs und fragten, zu was er aufruft. Der Gesandte Allahs erwiderte mit La ilaha illallah, Muhammadan Rasulallah, und dessen, was über mich in eurer Tora offenbart wurde und was über mich von euren Gelehrten überliefert wurde, dass ich von Mekka kommen werde, ein freier Mann, ich werde mich dem Götzentum abwenden, dem Alkohol, ich werde die Geschäftmacherei lassen, dass ich der Siegel der Propheten sein werde, ich werde das Schwert in die Schwertscheide und in die Brust einführen, ich werde niemanden fürchten und ich werde lächeln, wenn ich töte. Siehst du das, Özgür, was Mohammed als dein Vorbild macht und dir weitergibt? Okay? Verstehst du jetzt, wer Mohammed ist? Dass er der Boss des IS ist? Soll ich dir Bilder zeigen, wie IS-Leute lächeln, wenn sie anderen Menschen die Köpfe abtrennen? Möchtest du das? Guck mal, jetzt kommt die erste schlaue Muslima um die Ecke, diese Merve Nazar. Ich kann auch ins Internet was schreiben und euch eine Gehirnwäsche verpassen. Liebe Merve, wenn das einfach nur ein Blödsinn wäre, was hier geschrieben steht, dann würden diese Leute keine Quellenangaben geben, du Brainwashed-Muslima. Okay? Hast du wieder zu viel Shisha geraucht oder warum sagst du sowas? Ja, da könnte ich platzen vor Wut. Guck dir das an. Die geben Beweise, es ist nicht nur einfach irgendwo aus dem Internet gezogen. Die sagen, hier ist die Referenz, sodass ihr selber nachschlagen könnt. Siehst du, wie ihr mit euren Seelen und eurem Verstand umgeht? Okay? Haben wir das Thema jetzt erledigt, meine Lieben? Euer Prophet, euer liebster Habibullah, okay? Der Liebling von Allah. Ja, der will die Schwertscheide in die Brust der Menschen einführen. Und er wird lächeln, wenn er Menschen tötet. Okay? Möchtet ihr weitere Referenzen? Dies ist auch überliefert in Nabawu, Volume, also Band 13, Seite 508. Okay? Bei Imam Baihaqi zu erwähnen sei auch das Sura Muhammad, okay? Auch Sura al-Dahuq al-Qatal oder Sura al-Qital genannt wird, wie es im Tafsir erwähnt wird, Ibn Kathir, okay? Ibn Tamiyah, Majmu al-Fatawa, Band 28 im Tafsir vom Vers 29 im Kapitel Fath, zitiert er den Tafsir von Dahaq, Tabi, wo der Gesandte Allah sagte, ich bin al-Dahuq al-Qatal und dies um die Shidda, hart den Kuffar gegenüber zu sein, okay? Okay? Während mein Herr Jesus Christus sagt, liebet die Menschen, die in eurer Nähe sind, sehen wir, dass Mohammed es liebt und lächelt, während er Menschen tötet. Ich werde lächeln, wenn ich töte. Ist das dein Vorbild? Verstehst du jetzt? Jetzt, warum der IS das macht, was er macht, Menschen grausam hinrichtet und dabei lächelt, okay? Verstehst du, dass ich mir Sorgen mache um euch Muslime, weil ihr mir viel wert seid, weil ich euch liebe und aus Liebe mein Leben auch einsetze, damit ihr eine Möglichkeit habt, das alles zu erfahren?
Ja, eigentlich müsstet ihr euch mich anschließen und mit mir diese Aufklärungsarbeit betreiben. Und die Gelehrten zur Rechenschaft ziehen, was das Ganze soll. Sollen wir eines Tages die Ungläubigen hier unterdrücken oder was und sie bekämpfen in ihre eigenen Länder? Ist das die Religion, der ich angehören möchte? Oder bin ich jemand, ein wahrheitsliebender Mensch, der andere Menschen vor so einem satanischen Kult warnt, okay? Das muss sich eindeutig um satanische Einflüsse handeln, lieber Osgood und 99% der Menschen, die hier gerade zugucken. Ich werde lächeln, wenn ich töte. Das ist das Vorbild von 1,7 Milliarden Menschen. Der sagte, ich werde lächeln, wenn ich töte. Verstehst du jetzt, warum Muslime versuchen, alles zu vertuschen und zu verheimlichen? Dass sich Muslime schämen, die Wahrheit zu sagen, weil sie das nicht ertragen können, aber der IS kann das ertragen. Daesh kann das ertragen, denn sie sind die wahren Muslime. Sie schämen sich nicht für die Aussagen Mohammeds. Okay? Lieber Osgood und 99% der Muslime, möchtet ihr mal wissen, wen Allah am meisten hasst? Lasst uns mal schauen, wen Allah am meisten hasst, okay? Wir gehen hier auf sunnah.com, okay? Achtung. Wir geben hier ein King of Kings. Mal gucken, was er uns rausspuckt. Osgür und 99% der Muslime, möchtet ihr mal wissen, wen Allah am meisten hasst? Überliefert von Abu Huraira. Das ist Sahih al-Bukhari, okay? Der Kapitelname, der Name, which is most disliked by Allah, der Name, der von Allah am meisten gehasst wird. Allahs Messenger, Allahs Gesandter sagte, der grauenhafteste Name Allahs wird derjenige sein, der sich am Tage der Auferstehung, will be that of a man, also wird jemand eines Menschen sein, der sich selbst Malik al-Amlak, the King of Kings nennt. Weißt du, wer der König der Könige ist und sich König der Könige nennt, lieber Osgood und ihr 99% der Muslime, die ihr von Tuten und Blasen keine Ahnung habt? Das ist mein Herr Jesus Christus, weil Allah Jesus Christus hasst. Möchtest du, dass ich dir das zeige, Osgood? Möchtest du, dass ich dir zeige, wen Allah am meisten hasst, lieber Osgood und 99% der Muslime hier im Livestream. Wir gehen mal hier auf Wortsuche, okay? König der Könige. Mal gucken, was er uns sagt. Offenbarung. Osgood, guck ganz genau hin, wen der Herr Jesus, wen Allah hasst. Offenbarung 19,16. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Mein Herr Jesus Christus ist Gott der Allmächtige. Hast du gehört, Özgür? Und er wird mit dir und den Muslimen hier im Livestream, die das gerade sehen, einen kurzen Prozess machen. Denn er ist Malik al-Amlak, okay? König der Könige und Herr der Herren. Du wirst eines Tages, wenn du ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod gehst, vor König der Könige stehen, okay? Und Herr der Herren. Da wird es kein Allah geben, der mit schwellenden Busen auf dich wartet. Da wird es nur meinen Herrn Jesus Christus geben, der einen kurzen Prozess mit dir macht und alle, die das gerade sehen. Okay? Da kommt der nächste gehirngewaschene Moslem. Du bist ein Heuchler und nie Muslim gewesen. Lass mal dein Internet-Fatwas. Kein Problem. Ich muss ein bisschen locker bleiben, sonst muss ich wieder ausflippen. Auch für dich, lieber Mahmoud Mohammed oder wie du heißt.
Muhammad Hassan, du wirst dem König der Könige begegnen. Deine Knie werden sich beugen vor Jesus Christus, ob du willst oder nicht. Möchtest du, dass ich dir das auch zeige? Es werden essen und anbeten, alle Großen der Erden vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Psalm 22, vor Jehova werden sich alle Knie beugen. Jesaja 45, 23, ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Römer 14, 11, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen. Siehst du das, Osgür und ihr 99% gehirngewaschenen Muslime? Und jede Zunge wird Gott bekennen. Was wird bekennen? Jede Zunge wird Gott bekennen. Philipper 2, 10, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Osgür und 99% der Muslime, die hier gerade den Livestream sehen, ihr werdet euch vor Gott Jehova Jesus Christus niederbeugen müssen. Und dann gibt es ewige Verdammnis. Und dann gibt es Zähneknirschen, wo ihr hinkommt. Möchtest du sehen, wo Mohammed und Allah sich gerade befinden oder hinkommen? Achtung! Möchtest du wissen, wo Allah und Mohammed sich befinden werden? Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahm und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Möchtest du wissen, wo Allah und Mohammed ist? Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Jesus Christus hat uns immer schon gewarnt vor Mohammed und seiner Religion. Möchtest du mal sehen, warum Muslime, also der Herr Jesus hat uns immer schon gewarnt, dass es eine Zeit kommen wird, in dem es Menschen gibt, die uns töten werden und denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen. Und wer macht das? Welche Glaubensgruppe? Die Muslime, der Islam. Guck mal. Dienst erweisen. Ausgehört und 99% der hier im Livestream guckenden Muslime, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Osgür, lass uns mal kurz in den Koran gehen. Koransuchen.de im Vergleich. Damit du wolltest ja meinen Mund stopfen. Ja? Was sagt Allah? Wer sind denn die Ungläubigen? Pass mal auf. Sure 5, Vers 72, okay? Achtung. Lern von mir. Komm und studiere hier, was ich dir zeige. Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias. Christen, wir Christen, sind ungläubig, Kafir, Kuffar, okay? Wir sind ungläubig, wahrlich, für wahr, 100%. Ungläubig, diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, okay? Was sollen Muslime mit uns machen, wenn sie auf die Ungläubigen stoßen? Möchtest du das mal wissen, lieber Osgür und 99% der Muslime, die von Toten und Blasen keine Ahnung haben? Möchtest du das sehen, Osgür? Sure 47, Vers 4. Osgür, was müssen Muslime machen, wenn sie uns begegnen?
Wenn ihr auf die stoßt, die ungläubig sind, so haut ihnen auf den Nacken. Und wenn ihr sie schließlich siegreich niedergekämpft habt, dann schnürt ihre Fesseln fest. Muslime sollen uns Christen den Kopf abtrennen, weil sie meinen, Gott einen Dienst zu erweisen. Siehst du das? Ha? Verstehst du jetzt, warum die Deutschen aufstehen und den Islam Einheit gebieten? Und es bald zum Showdown kommt? Und sie aufeinander alle losgelassen werden? Es fehlt nicht mehr lange. Das Fass ist schon am Überlaufen. Und ihr gehirngewaschenen Muslime versucht noch den Islam zu verteidigen, der euch dazu zwingt, in den Dschihad zu ziehen, der euch einen Propheten zeigt, der lächelt, wenn er tötet. Okay? Sei froh, dass ich hier bin und dir das alles zeige. Okay? So, wo waren wir gerade? Bei... Hier. Johannes 16,2. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch töten, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Oskar, siehst du das? Möchtest du das leugnen? Guck mal hier, was der Herr Jesus macht, wenn ihr in seine Hände fällt. Hände des Lebendigen. Oskar, guck mal, und 99% der Muslime, die von nichts eine Ahnung haben. Hebräer 10, 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es wird schrecklich für dich werden, wenn du ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod gehst. Denn dann wirst du einen zornigen Gott begegnen, der mit dir einen kurzen Prozess macht. Okay? Der wird dich in die Hölle werfen, ohne mit der Wimper zu zucken. Dich und 1,7 Milliarden Muslime, die einen Götzenstein umrunden und dorthin laufen, um den Stein zu küssen, Götzendienst betreiben. Weißt du, willst du mal wissen, was der wahre Gott der Bibel über Götzendienst, was der denkt? Götzendiener. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer, Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener. So wie Papst Johannes Paul II. Und die Mehrheit der Katholiken, die Maria anbeten und Fürbitte bei Maria machen und Kreuze küssen und Statuen berühren, sie knutschen und alles, das sind Götzendiener. Ganz genau wie Muslime, die den schwarzen Stein der Kaaba küssen. Ihr werdet so wie Knabenschänder. Wenn die Brainwashed-Muslime mir immer sagen, was ist denn mit euren Päpsten, die Kinder anfassen? Mein Herr Jesus hat gesagt, noch Knabenschänder werden in das Himmelreich eintreten. Denn der Herr Jesus Christus sagt, es wäre besser für euch, dass jemand einen Mühlenstein um euer Hals legt und euch ins tiefste Meer versinkt, wenn ihr Anstoß an Kindern nimmt. Was hat dein Prophet Mohammed getan? Er hat ein 6-jähriges Kind zur Frau genommen. Ein 53-jähriger Beduine. Weißt du, was das heißt, Özgür? Dass du, das ist Sunna, okay, wenn es Muslime gibt, die Kinderfrauen haben, so praktizieren sie das, was ihr Vorbild getan hat. Okay? Aber wenn ein ekelhafter Papst oder Bischof oder Priester ein Kind anfasst,
wird er zur Hölle fahren. Okay, Özgür und 99% der Muslime, die von gar nichts eine Ahnung haben, kein noch Knabenschänder, okay, ihr Muslime? Auch ihr Geschwister, wenn euch jemand nochmal von den Muslimen so ein Blödsinn kommentiert, dann sagt, es werden keine Knabenschänder in das Himmelreich eingelassen. Diese Päpste, Bischöfe und alles sind Knabenschänder und haben das Reich Gottes nicht verdient. Das Reich Gottes nicht erben. Sie werden es nicht erben. Das heißt, wenn ein Papst ein Kind anfasst oder sexuell misshandelt, dann macht er das entgegen der Lehre des Herrn Jesus und des Apostel Paulus, der unter der Leitung des Heiligen Geistes ist. Das ist ja Gottes Worte. Ja? Aber wenn ein Muslim ein Kind anfasst, so kann er sich auf Mohammed berufen, denn er hat auch ein kleines Kind angefasst. Möchtest du, dass ich dir das zeige, Özgür, dass der ein 6-jähriges Kind geheiratet hat, Özgür? Wir gehen wieder ins sunna.com. 6 years old. Dolls with me. Özgür und 99% der Muslime, die von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung haben. Narrated Aisha. Aisha hat das überliefert. Wo sind wir hier gerade? Bei sunna.com. Sahih al-Bukhari. Okay? Referenz Buch 78, Hadith 157. I used to play with dolls in the presence of the Prophet. Aisha war so klein, dass die mit Puppen gespielt hat. So als würde deine kleine Schwester mit Barbie spielen. And my girlfriend also used to play with me. When Allah's Messenger used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls is similar image is forbidden, but it was allowed for Aisha at that time, as she was a little girl. Okay? Ein kleines, unschuldiges Mädchen. Was hat sie? Not reached the age of puberty. Sie hat das Alter der Pubertät nicht erreicht. Das finden wir in Fathul Bari, Seite 143, Band 13 von Ibn Hajar al-Asqalani, okay? Ja, im Islam ist es ja verboten, mit Puppen zu spielen. Aber weil Aisha noch so klein war, war es ihr erlaubt. Wo lebt ihr Muslime? Auf welchem Planeten Mars lebt ihr? Versteht ihr, was hier los ist? Okay? Machen wir weiter. Hier, überall, überall.
Mal gucken, was der mir sagt, wenn ich Nein eingebe. Nein. Nicht mein. Nein. Oh Mann. It was narrated that Abu Ubaidah said, Aisha sagte, der Gesandte Allahs heiratete mich, als ich 9 war und lebte mit mir für 9 Jahre. The Messenger of Allah married me when I was 9. Okay? Er heiratete mich, als ich 9 Jahre alt war. Möchtest du deine kleine Tochter oder Schwester einem 53-jährigen Mann geben? Wenn nicht, warum nicht? Sag es mir. Sahi. Sunan an-Nasai, Buch 26, Hadith 62. Ich könnte bis morgen noch weitermachen, um euch Muslimen zu zeigen, was hier los ist. Wenn der Gesandte Allahs dein Vorbild ist, würdest du dann auch ein 9-jähriges Kind heiraten? Ein 9-jähriges Kind bleibt ein 9-jähriges Kind. Es spielt keine Rolle, ob das vor 1400 Jahren war oder heute. Für mich bleibt ein 9-jähriges Kind ein 9-jähriges Kind. Da gibt's nicht dran rumzurütteln oder es versuchen zu erklären, Licht zu Finsternis zu erklären und Finsternis zu Licht. 9 bleibt 9. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die 6 war. Sunan an-Nasai, Buch der Heirat, okay? Ein Mann heiratet eine junge Tochter. Es wurde überliefert, Aisha, es wurde überliefert von Aisha, dass der Gesandte Allahs mich heiratete, when I was 6 years old. It was narrated from Aisha that the Messenger of Allah married her when she was 6 years old and consummated the marriage with her when she was 9. Dein Prophet heiratete sie mit 6 und konsumierte die Ehe mit ihr, als sie 9 war. Ein kleines, unschuldiges Kind, das mit Puppen gespielt hat. Okay? Wenn das dein Vorbild ist, und die Muslime sich auf das Vorbild, the Messenger of Allah, Muhammad, berufen, dann dürfen die kleine Kinder legal heiraten. In meinem Land, Iran, ist das Heiratsalter 9 Jahre. Woher kommt das, lieber Özgür? Und 99% der Muslime, die von Tuten und Blasen hier keine Ahnung haben. Versteht ihr nicht, dass ihr sowohl unter dem Islam unter Gefahr steht und wenn ihr in den Tod geht, auch unter Gefahr seid. Denn der Herr Jesus Christus wird niemanden in sein Himmelreich lassen, der das Blut zur Vergebung nicht hat.
Himmelreich. Mal gucken, was der uns zeigt. Ich habe keinen Treffer, einen Moment. Mal gucken, was er sagt. Himmel. Guck mal, was mein Herr Jesus Christus sagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ihr Muslime habt ja noch nicht mal einen Vater. Ihr habt irgendeine Beziehung zu einem Wesen, das ihr überhaupt gar nicht kennt. Es ist im Islam ist es ja gar keine Beziehung zu einem Vater-Kind-Beziehung, was wir Christen ja haben mit Gott. Gott ist ja unser Vater, den wir Vater nennen können. Aber ihr Muslime seid ja Abdullah, Sklaven Allahs. Wir sind Kinder Gottes. Guck, ich, der mich zum Herrn Jesus Christus öffentlich bekennt, jeder nun, der sich zu mir bekennt, weißt du noch, als du dich lustig gemacht hast vor mir, als ich die Menschen zum Herrn Jesus Christus und Jesus, Jesus immer sage, weil ich weiß, dass die Muslime und die Menschen mich verspotten. Und guck mal hier, und der Herr Jesus weiß das auch. Jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Hast du gesehen, wie du dich lustig gemacht hast über mich, als ich für dich gebetet habe? Als ich dir Liebe gezeigt habe und für dich gebetet habe und sogar noch deine Familie gesegnet habe? Was haben die Muslime gemacht? Die haben mich von oben bis unten beleidigt. Siehst du den Unterschied zwischen einem Kind Gottes und Teufelskinder? Ja, der Herr Jesus sagt ja, ihr habt den Teufel zum Vater. Wer mich aber verleugnet, davon gibt es eine Menge an Christen. Ja, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ja? Guck mal, was der Herr Jesus sagt. Geben wir mal einen Sohn. Mal gucken, was wir dort finden. Dazu ins Neue Testament.
Guck mal, was mein Herr Jesus Christus sagt. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Oskar, du und 1,7 Milliarden Menschen, Muslime, ihr werdet von Herrn Jesus Christus, ja, zur Rechenschaft gezogen für euer Handeln. Denn wahrlich, so sagt der Herr Jesus, ich sage euch, es stehen einige hier, wie mein Bruder und andere Geschwister, die für den Herrn Jesus Christus einstehen und hier auch in dem Livestream sind. Es stehen einige hier, Özgür, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Wofür ist der Herr Jesus gekommen? Matthäus 18,11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Er ist gekommen, um die verlorenen Menschen, so wie mich, dich und alle anderen, zu retten. Ja, lieber Özgür, der Herr Jesus ist auch Liebe, pure Liebe, aber er kann auch purer Zorn sein. Matthäus 20, 28, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich empfehle dir, lieber Özgür und alle Muslime, die hier gerade zugucken, euer Leben dem Herrn Jesus Christus anzuvertrauen, ihm eure Seelen anzuvertrauen und euch von ihm reinigen zu lassen. Hast du mich verspottet, als ich gesagt habe, lasst euch vom Herrn Jesus Christus reinigen? Hast du dich lächerlich gemacht über mich? Hast du mich ausgelacht? Ja? Ist das nicht aber lachhaft, was in deinen islamischen Schriften zu finden ist? Das nenne ich lachhaft mit schwellenden Busen. Dass Huris mit schwellenden Busen auf dich warten. Mann. Ja, ich denke, bis hierhin reicht es jetzt erstmal. Es ist schon sehr spät geworden, morgen ist auch wieder Gottesdienst. Ich möchte dir eine letzte Stelle zeigen, was mich bewegt und mich immer wieder ermutigt. Das ist auch mein Vers, den ich zur Taufe bekommen habe, okay? Die der Herr Jesus Christus mir gegeben hat. Guck dir das an. Römer 8. Achtung, Özgür, ich möchte dir zeigen, warum ich keine Furcht in mir habe, weil das Wort Gottes mich überströmt und ich nicht mehr fürchte vor Menschen, die nach meinem Leib trachten. Okay?
Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Hein? Osgür und 99% der Muslime, die von nichts eine Ahnung haben. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder das Schwert, Osgür. Wie ich dir gerade eben gezeigt habe, dass Muslime uns töten und meinen, damit Gott einen Dienst zu erweisen. Wie geschrieben steht, Osgür, guck mal. Um deinetwillen, Jesus, werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geächtet. Ja, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Rab, unserem Herrn. Okay, Osgür? Wie soll ich dich reinholen, Osgür, zum 800 Millionsten Mal? Wenn ich auf dein Profil klicke, steht hier Osgür Aras blockieren, Kommentar löschen, diesen Kommentar fixieren. Wie soll ich dich reinholen? Siehst du das, Osgür? Die Liebe Gottes, die die komplette Furcht austreibt? Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe, Osgür, und 99% der Muslime, die hier gerade gucken, treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ja? Wir müssen also vollkommen werden, auch für meine Geschwister, die das gerade sehen. Vollkommen werden in der Liebe, habt keine Angst. Ihr habt eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Jesus lebt. Dein Erlöser lebt. Du kannst sagen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mein Erlöser lebt. Du hast einen lebendigen Glauben. Die Muslime haben einen toten Glauben. Eine tote Religion. Sie umrunden bei ihrer Umra, bei ihrer Hajj, 7-mal einen riesen Götzenstein in Saudi-Arabien und trampeln sich zu Tode, um den Stein zu küssen. Nur dorthin zu kommen, um den Stein zu küssen. Und das nennen die Vergebung ihrer Schuld.
Die suchen Vergebung ihrer Schuld bei einem wertlosen Stein und denken, dass dieser Stein ihre Sünden aufsaugen kann. Habt ihr schon mal was Wahnsinnigeres in eurem Leben gehört? Und dann gehen die dorthin und steinigen Satan, oh, so symbolisch mäßig. Und der Satan, der lacht sich über diese Menschen total kaputt. Die armen, armen Muslime. Ja, und das tut mir sehr, sehr weh, sehr, sehr leid. Und ich hoffe natürlich, dass einige Augen aufgehen und ihr nicht mit euren Seelen so umgeht. Ja, hier kommt schon der erste Super-Muslim, pädophile Christen. Habe ich dir nicht gerade erklärt, dass der Herr Jesus Christus sagte, wer auch nur ein Kind anfasst, es wäre besser für ihn, dass ein Mühlenstein um seinen Hals gelegt bekommt, wenn ein Priester, Pastor oder Papst ein Kind vergewaltigt oder misshandelt, dass er zur Hölle fährt, denn Knabenschänder werden das Himmelreich nicht erben. Habe ich dir nicht aber gerade eben gezeigt, dass Mohammed selbst ein 6-jähriges Kind geheiratet hat? Kannst du das mit deinem Verstand vereinbaren, mit deiner Moral und Ethik? Kannst du das? Wenn also ein Papst oder Priester ein Kind vergewaltigt, dann handelt er entgegen der Lehre des Herrn Jesus. Das kann doch nicht so schwer sein, das ist doch für Sonderschüler sogar zu begreifen. Aber wenn es Imame oder Muslime gibt, die Kinder anfassen und mit denen heiraten, dann können die sich auf Mohammed berufen. Das ist die bittere und traurige Wahrheit, mein Lieber. Und möchtest du, dass ich dir... Ich weiß ja nicht, welcher Sekte ihr im Islam angehört und welcher Rechtsschule ihr angehört. Aber da wir das Thema aufgemacht haben und die Muslime ja so tut, als würde der Islam nicht promoten, dass man Pädophilie betreiben darf, so möchte ich euch gerne mal was vorlesen. Okay? So, gehen wir das zusammen durch. Sex mit kleinen Mädchen ist im Islam erlaubt. Das Buch von Al-Mabsud von Imam Al-Zarkashi, gedruckt im Jahre 1985, veröffentlicht von Dar Tiba, Band 5, Kapitel 10, Seite 155. Der arabische Text für unsere lieben arabischen Muslime, die Arabisch lesen und verstehen können. Die Übersetzung. Und was die Strafe im Falle der sexuellen Sehnsucht nach einem kleinen Mädchen hin angeht, die aufgrund ihres sehr jungen Alters von niemandem sexuell begehrt wird, es gibt keine Strafe. Es ist erlaubt und es ist auch erlaubt, sie anzufassen. Selbst wenn ihr Körper und ihr Intimbereich noch nicht als ausgereift gelten. Okay? Und ihr redet von Pädophilie? Eure ganzen Schriften sind voller Pädophilie. Wisst ihr, wer Al-Zarkashi ist? Al-Zarkashi, Imam Al-Zarkashi, das ist ein Hanafi-Gelehrter. Von der hanafitischen Sekte. Okay? Weiter geht's. Das Buch Al-Mabsud von Al-Zarkashi, Band 9, Seite 75. Der arabische Text ist hier. Die Übersetzung. Wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit einem kleinen Mädchen hatte und sie durch ihn seine Unschuld verlor, dann wird hierfür keine Strafe fällig, Özgür. Während hier die Pädophilen bestraft werden in Deutschland. Hierfür wird keine Strafe fällig. Das Vergnügen war einseitig, da ein kleines Mädchen aufgrund ihres jungen Alters
kein sexuelles Vergnügen empfinden kann und somit war der Mann mit ihr auch nicht unzüchtig, okay? All's good. Und 99% der Muslime, die von Toten und Blasen keine Ahnung haben. Achtung, ein Mädchen im Säuglingsalter zu heiraten, ist im Islam vollkommen in Ordnung. Aus dem Buch Die Sammlung von Al-Mabsud von Imam al-Sarkashi, Band 15, Seite 109, lieber Osgür. Arabischer Text. Wenn der Mann von einer solchen Ehe profitiert, dann ist das allein der Grund genug, die Ehe zu schließen, auch wenn er einen weiblichen Säugling heiratet. Guck mal, was der Imam Khomeini sagt für die Schiiten. Das war jetzt gerade sunnitische Tafsir von Imam al-Sarkashi. Das war ja ein Sunni-Gelehrter. Buch von Tahrir al-Wasila von Imam Khomeini, Seite 241, Frage 11 zu 12. Man kann alle möglichen Arten von sexuellen Verhältnissen mit einem Säugling haben. Zum Beispiel durch Umarmungen oder durch Berührungen oder mit Küssen, jedoch ohne vaginale Penetration mit dem Penis. Und wenn ein Muslim sexuellen Verkehr mit einem Mädchen hatte, das unter 9 Jahren ist, Oskür, dann wird er dafür nicht bestraft. Deine Religion promotet Pädophilie. Deine Religion erlaubt dir, kleine Kinder anzufassen. Verstehst du, in was für einer Religion du da hineingeboren wurdest und 99% der Muslime, die von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung haben? Dass unsere verlogenen Imame und Sheikh, egal, uns das nicht zeigen? Das ist ein Hanafi-Gelehrter. Der spricht für die Hanafiten. Die können sich auf ihn berufen. Ich weiß ja nicht, welcher Sekte du angehörst vom Islam, von den 37.875.371 Gruppierungen, die sich gespalten haben jene Zeit. Ja? Sex mit kleinen Mädchen ist im Islam erlaubt, Özgür. Es gibt keine Strafe. Und es ist auch erlaubt, sie anzufassen, Özgür. Was sagt der Herr Jesus, Özgür? Ich zeig dir mal, was der Herr Jesus sagt, damit du ganz ruhig bist, wie 99% der Muslime, die gerade hier zugucken. Okay? Ich möchte dir mal zeigen, was der Herr Jesus sagt zu den pädophilen Menschen, die Kinder anfassen. Mühlenstein. Der Herr Jesus Christus warnt die Menschen, die Kinder anfassen. Um ihren Hals. Tiefste Meer. Osgür, das sagt der Herr Jesus zu Mohammed und alle Menschen, die Kinder anfassen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlenstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Ja, damit sind Pädophile gemeint. Der Herr Jesus warnt diese Priester und Pastoren. Macht sowas nicht.
Okay, haben wir das Thema jetzt beseitigt, erledigt, dass das eine Buch, der Herr Jesus, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben sagt, fasst keine Kinder an, denn es wäre besser für euch, dass jemand einen Riesenstein um euer Hals legt und euch ins tiefste Meer versenkt, wenn ihr es tun würdet. Was sagt dein Imam al-Sarkashi? Es ist erlaubt, sie anzufassen. Siehst du Himmel und Hölle? Siehst du den Unterschied zwischen meinem Herrn Jesus Christus und Allah und seinen Leuten? Der Apostel Paulus, der unter Repressalien keine Frau angefasst hat, der nicht eine einzige Frau mehr in seinem Leben hatte. Mohammed hatte zu einem Zeitpunkt 13 Frauen. Und guck dir das an, was Mohammed widerfahren ist. Du gehst kaputt, pass mal auf. Wir gehen wieder ins sunna.com rein. Imagine things. Guck mal, was dem Propheten Mohammed passiert ist. Überliefert von Aisha. Sahih al-Bukhari, erzähl mir nicht, dass das ein Daif-Hadith ist. Der Prophet, the Prophet continued for such and such period imagining that he has slept and has sexual relations with his wives and in fact he did not. One day he said to me, Aisha, Allah has instructed me regarding a matter about which I had asked him. There came to me two men. One of them sat near my feet and the other near my head. The one near my feet asked the one near my head, pointing at me, "What is wrong with this man?" Also, es werden von Allah Engel gesandt, die sich um Mohammed kümmern sollen, weil er Wahnvorstellungen hatte. Und selbst die Engel haben sich gewundert und sagten, was stimmt mit diesem Mann nicht? Er hat sich vorgestellt, mit seinen Frauen sexuelle Handlungen zu betreiben, but in fact he did not. Aber er tat es nicht. Du folgst einem Propheten, der in Illusion gelebt hat, der verhext wurde. Guck mal. Bewitched. Sahih al-Bukhari. Sag mir nicht, dass das Daif al-Bukhari ist. Magic was worked on the prophet so that he began to fancy that he was doing a thing in which was not actually doing. Er hat sich vorgestellt mit irgendetwas. Der war unter schwarzer Magie. Verstehst du, wem du deine Seele anvertraust? Einem Propheten, wo Magie an ihm gearbeitet hat, so dass er begann, Wahnvorstellungen zu haben. Möchtest du deine Seele einem Propheten anvertrauen, der unter Magie stand und der sich vorstellte und in Wahnvorstellungen lebte? Verstehst du jetzt, warum ich mir Sorgen mache um dich und die Muslime? Weil ihr so dermaßen unter Mind Control steht und nichts mehr sieht. Ja? Magic was worked on the prophet so that he began to fancy that he was doing a thing which he was not actually doing. Selbst die Engel wunderten sich und sagten, was stimmt mit diesem Mann nicht? Möchtest du mal ein schönes Video sehen, was Mohammed für Wörter benutzt hat? Ich zeige dir mal einen meiner Videos, die ich übersetzt habe von dem Bruder Christian Prince. The prophet
if he wanted to enjoy one of his wives who was in menstruation, he would put a piece of a clothes on her vagina. This is how a prophet of God respect himself. He go in the street, he tell people what he did, what he pushed in his wife's vagina. How people then knew about this? Somebody told them, unless Muhammad used to invite the neighbors to watch. And what kind of a man or what kind of women, they are the ones who go outside and tell people what the prophet pushed in their vagina. Do you want me to show you your prophet saying the F word? Ja, guck mal, dass Mohammed das Wort, tut mir leid, dass ich das aussprechen muss, er hat das Wort ficken benutzt. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, aber das musste gerade gesagt werden. Oh, just wait, what F word? Let me show you something else. F word is nothing. This is nothing, just wait. I wanted to show you the hadith. The Muslims, they banned me from their website. Ja, die Muslime haben versucht, ihn von der Website abzuhalten, damit er das nicht anderen Muslimen zeigt. So verlogen sind die Muslime. The cowards. Doesn't matter, I will find it from the front. Ja, der Bruder findet das auch. Hier, Osgür. Of An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Athar. Aha. Written by the Sheikh Ibn Athir. Read with me, Abdul. Volume number 5. Band 5, Seite 279. Let us see what it says there. Guck mal. 279 and 278. Wa minhu al-hadith, and from that the hadith where it says, the one who is proud about what people of before Islam used to be proud with, which means family tribe. In der Jahiliya-Zeit. Say to him, go and bite the penis of your father. Sag ihm, er soll in den Penis seines Vaters beißen. Das sind die Wörter von Mohammed. Guck mal. أيقول له حتى عير أبيك. Is that how the respectful prophet? Ist das ein respektvoller Prophet? So just wait, this is nothing yet. Achtung, es geht noch weiter, lieber Osgür. Let me show you something even more disgusting. Let me show you. As long as we open this topic, the prophet calling a man, hey buddy, the one who his mother cut the clitoris. Hast du das gesehen, Özgül? Warte, ich mach's nochmal. Der Prophet rufte einen Mann. Hey, Kumpel, dessen Mutter eine abgeschnittene Klitoris hat? Hey, Kumpel, dessen Mutter eine abgeschnittene Klitoris hat. Hast du davon jemals gehört, Özgül, und 99% der Muslime, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben? Adi. His mother cut the clitoris. Let me show you something else. This is nothing yet. Just wait, just wait. Well, I found the reference in a different website. Achtung, Özgür und die Muslime. I will show it to you even with the cover of the book. إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه أيقول له ضد بدر أمك. If you hear somebody is proud about what he used to be in the pit. Wenn du jemanden hörst, der stolz ist, was vor dem Islam war, sag ihm, er soll in die Klitoris seiner Mutter beißen. Sind das die Worte eines Propheten, eines edlen Propheten? Ja? Das ist fake? Ja, das ist fake. Mit Quellenangaben, so dass die Muslime selber nachschlagen können, ist das ein Fake. Ganz genau so musst du weiter mit deiner Seele umgehen. Ganz genau so machen. Das ist Fake. In time or in the time of the people before Islam, telling him to go and bite it, which is the clitoris of your mother. The book name, Faidul Qadir. Sherhi Jami al-Saghir. Seht ihr die Quelle? The letter of Hamza, page number 697. Do you see it, siehst du das, Abdul? What about showing you different hadith? About did you infer? Let me show you this hadith. Sahih al-Bukhari. And notice those hadith, you will never see them in English. Sahih al-Bukhari, merkt euch, diese Hadithe werdet ihr niemals auf Englisch finden. Seht ihr, wie Muslime hinterhältig sind und das vor uns verschweigen? Weil wir nämlich erheblichen Zweifel an Mohammed bekämen? English, by the way. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hudud. Look how many times Muhammad saying the F word. Look. All of those hadith. And do you see this word?
You can ask any Muslim, what does word mean? Ask him. It says, did you if her? If her a prophet of God and saying the F word? Ein Prophet Gottes benutzt das F-Wort? Warum nicht hast du mit ihr geschlafen? If her, what about saying to her, did you sleep with her? What about saying, did you have intercourse with her? If her, every other person knew what this word mean. Aniktaha? Is that how prophet of God speak? And you are talking about what is rude, what is not? Look how many times, you know, I can show you tons of hadith about your prophet saying the F word. Look, you see it, all those, they are in dark. This is the F word. F word, everywhere, all over. Say mashallah, brother. This is a prophet of God. He keeps saying, you know, let me just read this one. Huh? Ihr Muslime seid so heftig. Aha. You see the cover? Fath al-Bari fi Sahih al-Bukhari, das ist von Ibn Hajar al-Asqalani. Das ist die Erklärung für Sahih Bukhari. Siehst du das Cover? Sag mir nicht, dass ich es erfinden würde, weil ich weiß ja, wie ihr Muslime seid. Okay, so don't tell me I'm making things up. Abdul, I know you. Okay, let's see what it says. Hadith number 3369. Huh? And this is what? Sahih al-Bukhari. Kitab al-Munaqib. Sahih al-Bukhari ist das. What he's saying, brother. Look what he's saying. Tarifa bizzina. Aniktaha. Did you F her? Did you? Abdul says, yes, I did F her. Wahnsinn oder Wahnsinn? Ja, okay. So. Habt ihr das gerade gesehen? Ich könnte noch bis morgen weitermachen, ehrlich. Ja, wir haben komplett bewiesen, dass der Islam die sadistischste Religion ist, den Terrorismus befürwortet, die Pädophilie legalisiert. Also ich weiß nicht, was ich den Muslimen noch an Beweisen liefern muss, dass sie aufwachen. Aber einige Muslime bleiben lieber bei Jürgen Todenhöfer und seinem Buch Inside IS und lassen sich von dem Gehirn waschen. Das ist ja unfassbar, ne? Während ich den mit Sahih Bukhari, Sahih Muslim und den ganzen Quellen der Muslime komme, selbst die muslimischen Quellen schlage ich ja auf. Ich lasse die Gelehrten ja zu Wort kommen und dann sagen die, das ist eine Lüge, ist das. Ja, das ist echt nur noch zum Lachen, ehrlich, Leute. Das ist wirklich das Schlimmste überhaupt. Gut, ich möchte jetzt den Livestream beenden mit einem Bibelvers und dann müssen wir auch langsam schlafen, denn morgen ist Gottesdienst. Und das geht auch vor. Als nächstes habe ich ja gesagt, dass Mohammed alle Menschen bekämpft hat. Oh. Er hat gesagt, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich der gesagt, sorry, das Ding ist einfach angegangen. Ich möchte den Livestream beenden mit zwei schönen Versen aus der Bibel. Einmal Römer 15, 13 und einmal Hebräer 11, 1. Wo es heißt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hebräer 11, 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich wünsche euch Gottes Segen, auf dass ihr Erkenntnis erlangt durch diese Livestreams, dass ihr die Beweise, die ich euch gepostet habe, mit euren muslimischen Freunden teilt, dass sie das sehen, was sich für ein Schund in den islamischen Quellen befindet, dass der Mohammed kein gutes Vorbild für uns war, dass der Mohammed so reagiert hat und so gehandelt hat, wie es der IS heute macht. Ja, wer kann denn einem Propheten folgen, der gesagt hat, ich lächle, wenn ich töte? Ist das zu vergleichen mit Liebe deine Feinde? Das ist ja wie Himmel und Hölle. Also mal ein bisschen aufwachen und Hirn einschalten, Leute. Macht euch auf zum Herrn Jesus Christus. Er wartet auf euch.
So wie ich immer sage, noch sind die Wundmalen des Herrn Jesus Christus offen, der für euch gelitten hat am Kreuz. Und der euch Muslime ruft, kommt her, meine Schafe, und ich will euch das ewige Leben geben. Ich will euch retten vor der ewigen Verdammnis. Mein lieber Muslim, vertraue deiner Seele nicht einer Religion an oder einem Propheten, der unter Illusion gestanden hat, der von einem Juden verhext worden ist. Mach das nicht. Mach das niemals. Geh mit deinem Imam und deinen Schiochs diese Quellen durch. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass du einen Scheich oder Schioch oder einen Gelehrten hast, der bereit ist, mit unserem Bruder Christian Prince in einer Live-Debatte dabei zu sein, so würden wir das sehr begrüßen und das wirklich gutheißen, weil wir vertrauen dem Christian Prince, denn wir wissen, was er drauf hat und dass er kein Dummkopf ist. Er ist der Autor von sechs Büchern oder was, ja, in dem er eindrucksvoll den Islam auf brutalste Art und Weise widerlegt. Und diese Bücher werden eine große Detonation auslösen in den europäischen Ländern. Denn es wurde in vielen Sprachen übersetzt, Französisch, in Dänisch, in Holländisch, in Deutsch und. Weil diese Bücher haben es wirklich in sich und sind voll mit Informationen. Und von daher empfehle ich euch seine Bücher und lernt von ihnen in seinen Livestreams, sodass ihr das in euren Debatten anwenden könnt. Ja, er ist der gesegnetste Bruder, den wir haben, was Islam angeht, die Kenntnis über den Islam und der die Tiefen des Islams kennt und uns daran teilhaben lässt und uns unterrichtet. Ja, unterstützt den Bruder, unterstützt auch eure eigene und unterstützt auch uns, wenn wir nach vorne gehen und das Wort des Herrn verkünden. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen und Muslime, ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch auch natürlich Gottes Segen für jeden Einzelnen, der mich beleidigt hat, für jeden Einzelnen, der meine Mutter in den Dreck zieht, wo meine Mutter nichts dafür kann und eure Mutter können auch nichts dafür. Das gehört sich nicht zu jemandem, Punkt, so und zu sagen. Das ist heutzutage Volkssport geworden, ich merke das schon. Aber ich nehme euch das auch nicht übel. Früher habe ich genauso geredet, aber unter der Leitung des Heiligen Geistes ist das natürlich weg. Ja. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich sehr aufbrausend auch sein kann, aber im nächsten Moment sofort der Heilige Geist mich sofort wieder beruhigt. Ne? Und ich würde euch niemals als Punkt-Punkt-Sohn beleidigen, weil mein Herr hat gesagt, nicht was in deinen Mund reingeht, macht euch unrein, sondern was aus eurem Mund rauskommt, das macht euch unrein. Ja, das versteht ihr Muslime aber leider nicht. Ihr seid gefangen in einer Religion, die eure Herzen vergiften und ihr das nach außen hin präsentiert. Denn ihr könnt euch nicht kontrollieren. Ihr könnt euch nicht beherrschen. Deswegen habe ich gesagt, wenn deine Religion dein Herz nicht verändert und du kein liebevoller Mensch bist, dann kannst du diese Religion wegschmeißen und dich aufmachen zum Herrn Jesus Christus. Denn er verändert Herzen und er verändert die Menschen. Gottes Segen und alles Gute. Ich liebe euch.